Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ulrich Mössner. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Veranstalter. Das ist in erster Linie ATTAC und das Münchner Bündnis Stopp TTIP sowie Verdi als Mitunterstützer. Gestatten Sie mir eine kurze Erläuterung zum Namen ATTAC, weil wir immer wieder gefragt werden. ATTAC kommt nicht von Attacke, sondern ist eine Abkürzung aus dem Französischen und heißt aufs Deutsche übersetzt Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im Interesse der Bürger. Und dieses Thema ist ja mittlerweile von 11 europäischen Staaten übernommen worden, wenn auch noch nicht eingeführt. Ähnlich geht es mit dem Thema Globalisierung. Man sagt immer wieder, ATTAC und andere Gegner von TTIP und CETA seien gegen die Globalisierung. Dem ist nicht so. Aber wir setzen uns ein für einen fairen Welthandel, der neben den Interessen von internationalen Konzernen auch und vor allem die Interessen der Bürger im Auge hat. Und dies sehen wir mit den aktuellen Freihandelsabkommen wie TTIP, CETA, EPA und so weiter nicht gewährleistet. Im Zentrum des allgemeinen Interesses steht ja üblicherweise TTIP. Und dort gibt es schon so viel Informationen, dass mittlerweile die Mehrheit der deutschen Bevölkerung sich eindeutig dagegen erklärt hat. Bei CETA ist es leider noch nicht der Fall, weil CETA immer etwas im Schatten von TTIP verschwindet und, wie Sie heute Abend sicherlich sehen werden, ganz zu Unrecht. Anders als TTIP, wo wir noch gar nicht wissen, wann das fertig verhandelt sein wird, ist CETA bereits fertig verhandelt und 5 Jahre lang völlig geheim. Bei TTIP erfährt man ja ein bisschen, bei CETA haben Sie nichts erfahren. CETA hat eine ähnliche Breite wie TTIP und greift tief in die Belange der Bürger, der Kommunen und auch der Demokratie als solcher ein. Und CETA könnte sich auch herausstellen als trojanisches Pferd für Investorenklagen, und zwar nicht nur für kanadische Unternehmen, sondern auch etwa für amerikanische Unternehmen, die in Kanada Tochtergesellschaften haben. Und es sind mehr als 40.000 Unternehmen. Die heutige Veranstaltung dient vorwiegend der Aufklärung über CETA. Und es ist gelungen, ein hochkarätiges Podium zusammenzustellen mit 2 Befürwortern, zufällig Männer heute, und 2 Kritikerinnen, zufällig Damen heute, die Ihnen gleich noch von der Moderatorin vorgestellt werden, die ebenfalls eine Dame ist, Jutta Prediger. Die meisten von uns kennen sie als Redakteurin von Bayern 2 Notizbuch. Noch eine Bitte, es war uns ganz wichtig, dass die Veranstaltung kostenlos ist, hat uns aber als spendenabhängige Organisation doch relativ hohe Kosten verursacht. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Veranstaltung für Sie von Interesse ist, dann können Sie etwas spenden. Es werden auch noch Spendenkörbe rumgehen. Nun wünsche ich Ihnen eine hochinteressante und lernorientierte Veranstaltung und darf das Wort an Frau Prediger übergeben. Vielen Dank. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Mössner, für die schöne Begrüßung und Vorstellung. Bevor wir mit dem Thema beginnen, möchte ich gerne darauf hinweisen, dass Radio LoRa live sendet von hier. Ab kurz nach 7 Uhr sind wir live drauf. Und es gibt einen Mitschnitt, hier einen Filmmitschnitt der Veranstalter. Falls irgendjemand was dagegen hat und nicht aufgenommen werden möchte in Bild und Ton, dann müsst ihr leider den Saal verlassen, weil anders können wir es nicht machen. Ich bin auf jeden Fall angehalten, Ihnen das zu sagen, dass mitgeschnitten wird. Das ist ja heute auch fast schon üblich. Ja, und ich begrüße auf dem Podium
zwei Befürworter von CETA und TTIP und zwei renommierte Gegnerinnen. Und meine Rolle heute Abend ist, dafür zu sorgen, dass es eine sachliche Diskussion wird. Das Thema ist hochemotional, das wissen Sie alle. Und da kann schon mal das eine oder andere Emotionchen durchgehen. Und ich möchte versuchen, dass wir sachlich diskutieren, dass Sie wirklich mit neuen Informationen heute Abend rausgehen, Dinge, die Sie immer schon wissen wollten, fragen können. Wir haben nämlich vor, genau diese Diskussion zweizuteilen. Also eine gute Stunde auf dem Podium und eine gute Stunde mit Ihren Fragen. Und am Schluss haben Sie, liebe Gäste auf dem Podium, die Gelegenheit, noch ein Fazit zu ziehen mit einem Schlussstatement. Und deswegen haben die Veranstalter und ich uns überlegt, das Ganze in 5 Kapitel einzuteilen, damit wir das inhaltlich voneinander trennen können, damit nicht alles vielleicht irgendwann mal durcheinander geht, möchte ich Sie schon mal jetzt darauf hinweisen. Ja, und bevor wir ein Kapitel nach dem anderen aufschlagen, möchte ich Ihnen erstmal unsere Gäste hier vorstellen. Michael Gottschlich aus dem Bayerischen Wirtschaftsministerium, dort Leiter des Referats Grundsatzfragen und Außenwirtschaft. Und ich habe ihn genannt, er ist ja der Mr. CETA und TTIP eigentlich im Freistaat, weil so gut wie er, glaube ich, kennt keiner in der Regierung oder jemand, der der Regierung zuarbeitet, die Gesetzestexte oder die Verhandlungstexte, die schon vorliegen. Herr Gottschlich, Sie haben mir gesagt, Ihrer Meinung nach soll CETA den Handel und das Wirtschaften mit Kanada erleichtern, ohne dass schützenswerte Standards aufgegeben werden. Zu wie viel Prozent finden Sie Ihren Ansatz in dem CETA-Vertrag, der hier liegt, 1500 Seiten, zu wie viel Prozent finden Sie ihn wieder? Bitte um eine kurze Antwort. Also wir sind noch in der Prüfung dieses Vertragstextes. Er liegt ja noch in englischer Sprache vor und die deutsche Version wird jetzt in Bälde kommen. Im Prinzip ist es ein wegweisendes Abkommen. Wir haben vieles erreicht, was wir erreichen wollten, ohne dass irgendwelche Standards, die auch in den roten Linien festgelegt sind, verletzt werden. Also im Prinzip ist alles drin, was wir haben wollten. Wie viel Prozent? 99,9%. Jetzt stelle ich gleich Ihre Nachbarin vor, Ulrike Herrmann. Sie schreibt seit vielen Jahren für die Taz in Berlin über wirtschafts- und sozialpolitische Themen. Sie hat eine ganze Reihe von Sachbüchern veröffentlicht und sie ist im ersten Beruf, und das finde ich sehr erstaunlich, Bankkauffrau und wurde dann erst Journalistin. Übrigens bei der Bayerischen Vereinsbank. Ah, die wir heute kaum noch kennen. Frau Herrmann, Sie sagen unter anderem, dass eigentlich die Handelskommissare und die Verhandlungsführer in der EU die genau die falschen Leute sind, um über CETA und TTIP zu verhandeln. Eigentlich sollten da Leute ran, die nicht so vom Fach sind, also quasi Fachfremde. Wie kommen Sie da drauf? Ja, wenn man sich jetzt mal anguckt, wo kommt eigentlich das Misstrauen her, das ja in der Bevölkerung da ist und auch zu Recht da ist, würde ich sagen, dann ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man eben das Gefühl hat, dass auch die Verhandler in der EU-Kommission sozusagen sehr enge Bande mit der großen Industrie haben und vielleicht da auch deren Interessen sehr stark im Auge haben. Und das hat damit zu tun, dass die Handelspolitik eigentlich immer gemacht worden ist von Liberalen. Also die waren nicht unbedingt in einer liberalen Partei, aber sie hatten immer eine liberale Ausrichtung. Das ist etwas, was die jetzige Handelskommissarin Cecilia Malmström aus Schweden, auch eine Liberale, gleich als erstes bei ihrem Amtsantritt gesagt hat, dass alles vor ihr immer Liberale gewesen wären, die an den Markt glauben. Und das wirkt vielleicht auf den ersten Blick sehr einleuchtend, so nach dem Motto, oh, es geht ja um Handel, es geht um internationale Beziehungen, es geht um den Markt, dann müssen das doch am besten auch Marktliberale verhandeln. Nur da so funktioniert Politik normalerweise nicht. Sie wissen, dass wir es sehr seltsam fänden, wenn ein Arzt Gesundheitsminister wird. Gut, das gab es, aber dann hatten auch alle schon ein Problem damit, dass sozusagen Lobbyist jetzt die... Aber das haben wir jetzt in Bayern. Ja, genau. Und sie gucken doch schon alle komisch, ne? Aber es ist ja auch nur Bayern. Oder man fände es komisch, wenn ein Professor die Bildungspolitik oder Wissenschaftspolitik machen würde. Man fände es seltsam, wenn ein Soldat Verteidigungsminister wäre. Das heißt, normalerweise funktioniert Politik so, dass die Ämter eben verwaltet werden von Leuten, die gerade nicht unbedingt Partei sind. Und das ist eben bei der Handelspolitik extrem anders. Da sind nie Außenseiter am Start. Und das führt dann dazu, dass die Beweislast umgekehrt wird. Und das ist aus meiner Sicht das Gefährliche.
alles, was den Handel stört, ist ein Handelshemmnis. Sie würden vielleicht sagen, ja, das ist Verbraucherschutz, Umweltschutz, sonst was, aber es muss immer geprüft werden, ob es nicht ein Handelshemmnis sein könnte. Frau Herrmann, könnte. Bevor ja. Sie sich jetzt so richtig warm Nein, ich reden. Auf. Ich wurde schon gewarnt, ich soll ja nicht lange so mit lange der reden. Antwort, ja. Sie dürfen dann noch ausholen. Zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten ist Professor Gabriel Felbermayr vom IFO-Institut hier in München. Dort ist er Leiter des Zentrums für Außenwirtschaft und er hat mehrere Gutachten gemacht, darunter ein Gutachten im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums zu TTIP und ein Gutachten für den Bundestag über CETA. Und da kommt raus, vor allem Kanada wird profitieren, schreiben Sie gleich im Vorwort. Es geht darum, Zölle und Handelshemmnisse zwischen Kanada und der EU abzubauen. Jetzt bei den Zöllen, Herr Felbermayr, von welcher Summe sprechen wir da genau? Weil Kanada hat ja eine Bevölkerung von 35 Millionen, das ist jetzt mal kein Riesenwirtschaftsraum. Was ist es in Zahlen an Volumen? Ja, also für Deutschland nach unseren Projektionen wäre das ein Volumen von etwa 6 Milliarden Euro höherer Wertschöpfung. Mhm. Allerdings, wenn wir nur die Zölle liberalisieren würden, dann wäre das nur ein Zehntel davon. Also da würden wir von 600-700 Millionen Euro sprechen. Das Gros kommt aus dem Abbau bürokratischer Regularien. Also ich will gar nicht sagen, nicht tarifäre Barrieren, sondern das ist wirklich, das sind administrative Hürden, die hohe Kosten verursachen. Wenn man einfach nur die Verfahren beschleunigt, dann kann man da schon ordentlich an ökonomischen Vorteilen daraus. Aber rein bei den Zöllen kann man festhalten, ist das Volumen ungefähr 6-mal so viel, wie jetzt der Landkreis Rottal-Inn nach den Sturmschäden veranschlagt, ja, das er braucht. Ja, das ist ein unfairer Vergleich. Naja, aber eine Milliarde ist eine Milliarde. Nein, das würde ich jetzt insofern bestreiten, als diese Vorteile aus dem Absenken der Zölle ja nachhaltig kommen. Nicht? Also die kommen langsam, da gibt es ein Phase-In, es werden ja fast alle Zölle sofort abgeschafft, aber kritische Zölle, das dauert ein bisschen länger. Dann sind diese Vorteile da und sie kommen dann jedes Jahr wieder. Währenddem hoffentlich, ja, lassen Sie uns hoffen, diese Versicherungsschäden nicht zur neuen Norm werden. Mhm. Also, und dann kann man natürlich sagen, wir müssen diese Vorteile, die dann jedes Jahr wiederkommen, auch berücksichtigen. Ne? Mhm. Und ich möchte vorstellen, Frau Professor Hertha Däubler-Gmelin, wir freuen uns ganz besonders, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind. Wir kennen Sie alle als ehemalige Bundesjustizministerin bis 2002, dann war sie noch bis 2009 im Bundestag. Sie ist Tarifschlichterin, sie hat Skandale aufgedeckt, sie ist sehr wissend im Europarecht, im Handelsrecht und sie gehört innerhalb der SPD zu den profiliertesten Kritikern und Kritikerinnen von CETA und TTIP. Frau Däubler-Gmelin, herzlich willkommen. Frau Däubler-Gmelin, einer Ihrer Hauptkritikpunkte an CETA und an TTIP sind die sogenannten Schiedsgerichte, die da installiert werden sollen oder sollten, sage ich jetzt ganz bewusst, wo private ausländische Unternehmen Staaten verklagen können, wenn sie ihre Investitionen bedroht sehen, zum Beispiel durch neue Umweltstandards, neue Gesetze. Es gibt ja einen Fall, es gibt viele Fälle und Deutschland hat alleine schon 130 Investitionsschutzabkommen mit anderen Staaten abgeschlossen, wo diese Schiedsgerichte bereits existieren. Wir reden da eigentlich von nichts Neuem. Es gibt einen ziemlich bekannten Fall und der heißt Vattenfall. Wie würde es denn aussehen, wenn Vattenfall, also sagen wir mal, es gäbe diese Schiedsgerichtsverfahren nicht. Vattenfall, ein schwedisches Unternehmen, was wäre, wenn ohne Schiedsgericht? Also dafür, dass Sie mich vorher vergattert haben, nicht in Details zu gehen, waren das wirklich sehr detaillierte Fragen. Vielen Dank. Ja. Ich habe deswegen ein gewisses Problem, das in drei Sätzen zu beantworten. Ja, das brauchen Sie nicht. Gut. Aber wir steigen dann in den ersten großen schon inhaltlichen recht. Punkt. Also die Hauptbedenken gegen die Schiedsgerichtsbarkeit ist, dass Sie ohne Not und auf eine verfassungs- und meiner Ansicht nach auch europawidrige Weise, rechtswidrige Weise eine Paralleljustiz etablieren, die übrigens in anderen Freihandelsabkommen, zum Beispiel in dem mit Vietnam, ich war da gerade und habe darüber diskutiert, durchaus als Vorbild sinnvoll sein kann, weil dort die Justiz extrem korrupt und abhängig ist. Das ist sie bei uns nicht, das ist sie bei Kanada auch nicht und deswegen wird sie auch nicht gebraucht. Meine Vorbehalte gegen CETA sind aber sehr viel grundsätzlicher Art. Da werden wir sicher auch noch drauf kommen, oder soll ich das jetzt sagen? Nee.
Aber es gibt ja auch den anderen Fall. Ich meine, es gibt zum Beispiel die Stadtwerke in München, die zusammen mit den Stadtwerken in Köln jetzt gegen Schweden klagen, weil sie, gegen Spanien klagen, weil sie nämlich bei Investitionen im Solarkraftbereich quasi Verluste zweistelliger Millionenhöhe befürchten. Damals jetzt andersrum. Ja, meine halte ich für merkwürdig, aber Sie werden ja einen ganz anderen Fall jetzt haben, weil Sie Vattenfall erwähnt haben und auch die Energieunternehmen. Die klagen ja vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Atomausstiegspolitik. Die halte ich, habe ja nun, wie Sie wahrscheinlich wissen, 2000, 2001 den Ausstiegsvertrag und die entsprechenden gesetzlichen Regelungen mitverhandeln müssen mit Herrn Wirtschaftsminister Müller und dem Umweltminister Trittin. Und dann hat ja die Regierung Merkel gesagt, das ist jetzt alles weg. Und dann nach Fukushima hat sie wieder gesagt, jetzt sind wir alle drin. Und jetzt klagen die Atomunternehmen. Diese Politik von Frau Merkel ist wirklich nicht vernünftig. Aber Sie sehen, dass Vattenfall auf der einen Seite mit denen klagt vor dem Bundesverfassungsgericht und auf der anderen Seite ein Schiedsgerichtsverfahren auf der Basis der Energiecharta, nicht aufgrund jetzt des Freihandelsabkommens, aber da gibt es auch Schiedsgerichte, angestrengt hat. Und da werden wir ja jetzt relativ bald sehen, wahrscheinlich schon im nächsten Jahr, wie diese Zweiteilung, diese Paralleljustiz sich tatsächlich auswirkt. Mhm. Herr Gottschlich, das wäre jetzt die nächste Frage. Es gab Nachverhandlungen der EU in dem CETA-Vertragsentwurf, dass die Schiedsgerichte anders aufgestellt sein sollen. Also ein ständiges Gericht statt ein einberufenes Ad-hoc-Gericht. Und was steht eigentlich noch alles drin, was sich ändern soll? Weil da ist sich nämlich auch, da sind sich viele Experten, so oder sogenannte Experten, nicht ganz einig, was genau nachgebessert wurde. Also ich muss zum einen sagen, erstmal anfangen damit, dass das angeblich verfassungswidrig sein soll, EU-verfassungswidrig. Sie sagen, bei CETA und TTIP ist es EU-verfassungswidrig, bei Vietnam sagen Sie, oh, da könnte es schon sinnvoll sein und da Einspruch, nehmen wir Euer Ehren, das dann aber nachher. Auf. Okay, jetzt lassen wir ihn erstmal ausreden, also, bitte. Was hat sich geändert? Viele Bedenken, Befürchtungen in der Öffentlichkeit gegen die Schiedsverfahren sind durchaus begründet gewesen, sind auch aufgegriffen worden und sind umgesetzt worden von der EU-Kommission. Die Befürchtung, dass das völlig intransparente Verfahren sind, dass man nicht weiß, wer da eigentlich genau verhandelt, wie die Urteile aussehen, dass es keine Berufung gibt, dass die Auswahl der Schiedsrichter verbesserungswürdig ist. Und dass es Anwälte sind, war vorher drin. Dass es Anwälte sind, die von den Vertragsparteien bestimmt werden. Und dass eben auch nicht genau geregelt ist, was ist eigentlich eine indirekte Enteignung. Es gab in der Vergangenheit Fälle, wo ein Schiedsgericht zu dem Schluss kam, dass eine indirekte Enteignung vorliegt, wenn zum Beispiel der Staat seine Umweltvorschriften verschärft hat und dann entsprechend ein Staat verklagt worden ist. Das sind alles Bedenken, die sind berechtigt und die sind aufgegriffen worden. Was ist denn jetzt geändert worden? Es gibt erstens, ist abgesichert, das staatliche Recht zur Regulierung ist in CETA abgesichert, ist einer der Kernbestandteile. Das heißt, kein kanadischer Investor kann sich darauf verlassen, dass der Staat nicht seine Vorschriften, seine Schutzvorschriften im Bereich Umwelt, Verbraucherschutz, Gesundheitsschutz oder was auch immer, legitime öffentliche Ziele verwirklicht und eben auch an Standards verschärft. Keiner kann sich darauf verlassen, dass dies nicht passiert. Und das ist keine indirekte Enteignung, es sei denn, es ist diskriminierend. Das geht natürlich nicht, wenn wir sagen, zum Beispiel unsere CO2-Vorschriften gelten nur für ausländische Automobilhersteller, aber nicht für die inländischen. Und wenn es manifest unverhältnismäßig ist. Manifest unverhältnismäßig, dann ist es eine indirekte Enteignung. Nach Artikel 14 Grundgesetz ist eine unverhältnismäßige indirekte Enteignung auch entschädigungspflichtig. Also materiell rechtlich bekommt man hier in CETA weniger als nach dem Verfassungsrecht. Die Streitparteien haben keinen Einfluss mehr auf die Auswahl der Schiedsrichter. Die Schiedsrichter werden so wie in einem staatlichen Gericht, und deswegen nennt sich das eben auch Schiedsgerichtshof, werden die 15 Schiedsrichter, die es insgesamt gibt, werden von EU und Kanada festgelegt. 5 davon sind Europäer, 5 sind Kanadier, 5 sind aus Drittländern. Und sie werden dann in den einzelnen Fällen nach einem Zufallsprinzip, so wie das ja auch für unseren staatlichen Gerichten gilt, entsprechend den einzelnen Fällen zugewiesen.
Es gibt eine Berufungsinstanz. Sind das Richter oder andere? Das sind hochqualifizierte Juristen, die die Befähigung zum Richteramt haben sollen. Es werden hohe ethische Standards festgelegt. Sie dürfen dann nicht als Berater, als Rechtsanwälte in anderen Schiedsverfahren tätig werden. Also es sind da Beschränkungen eingeführt worden. Die bekommen ein entsprechendes Fix- oder Grundgehalt dafür, dass sie sich bereit halten, sind dann eigentlich noch in anderen Jobs, wie hier in Deutschland wären das zum Beispiel Richter oder Professoren, die dann, wenn sie dann als Schiedsrichter ausgewählt werden, nach Tagessätzen bezahlt werden. Es ist auch, und das ist ja eigentlich das Ziel, was wir haben wollen, multilateraler Investitionsgerichtshof. Das ist das, was eigentlich sinnvoll wäre, was wir schon mal hatten, MAI, Multilateral Agreement on Investment, was in den 90er Jahren, glaube ich, war es, dann die Idee gescheitert ist, weil eben nicht alle Länder mitmachen wollten. Es steht im Vertrag drin, wenn es denn zu einem solchen multilateralen Investitionsgerichtshof kommen wird, wenn sich also die WTO oder die UNO darauf einigt, dann werden alle Vorschriften, die in CETA geregelt sind, ungültig und es gelten automatisch die Vorschriften vom Investitionsgerichtshof. Und dann gibt es verstärkte Vorschriften zur Transparenz, dass beteiligte Parteien beitreten können. Also vieles, was in der Öffentlichkeit an Bedenken geäußert worden ist, ist von der Kommission in dem neuen Vorschlag umgesetzt worden und von Kanada nach der Rechtsförmlichkeitsprüfung nochmal akzeptiert worden, dass wir das abändern und auch genauso im Freihandelsabkommen mit Vietnam festgeschrieben worden. Frau Herrmann, dann ist ja jetzt alles in Ordnung, wenn es um die Schiedsgerichte geht, oder? Die gibt es ja dann nicht mehr, es gibt ja einen Schiedsgerichtshof. Also was man schon mal sagen muss, es ist eine deutliche Verbesserung in dem, im Vergleich zu dem, was vorher in CETA drin stand. Und das ist allein dem Protest zu verdanken. Ohne den Protest hätte man genau die schrottigen Schiedsgerichte reingeschrieben, die man vorher auch hatte. Es gibt aber aus meiner Sicht doch immer noch ein paar Probleme. Das eine Problem ist, und das haben Sie jetzt auch nicht erwähnt, dass in dem ursprünglichen CETA-Text, ich habe mich da durchgequält durch diese Seiten, stand ja bei ISDS drin eine sehr schwammige Formulierung, nämlich dass ein Unternehmen immer dann klagen kann, wenn seine legitimen Erwartungen auf Gewinn verletzt sind. Das ist sozusagen in dieser Schwammigkeit extrem schwierig. Ich weiß nicht, ich habe extra jetzt nochmal auf der Homepage der EU-Kommission geguckt, was zu CETA und ISDS steht. Da wurde von dieser schwammigen Formulierung nicht geredet, sodass ich annehme, dass sie weiterhin in dieser Schwammigkeit existiert. Das zweite Problem ist natürlich, dass immer noch nicht ganz klar ist, das konnten ich und Herr Gottschlich eben in unserer Diskussion auch noch nicht klären, die wir vorab schon hatten, wer jetzt eigentlich diese Anwälte, es handelt sich um Anwälte, jedenfalls in der englischsprachigen Version ist von Lawyers die Rede, da ist nicht die Rede davon, dass die ein Richteramt bekleiden könnten. Also ist es in der englischsprachigen Fassung nicht klar, wer diese Lawyers eigentlich bezahlt. Und damit hätte man dann wieder das Problem, dass eben es einen impliziten Anreiz geben könnte, Gerichtsverfahren auch im Sinne der Unternehmen zu entscheiden, damit noch mehr klagen. Aber ich will jetzt keine Verschwörungstheorie verbreiten. Und auch das mit der Berufung ist zwar drin, aber nicht wirklich geklärt. In unserem Vorgespräch, eigentlich soll man da ja nie drauf hinweisen, aber trotzdem hat Herr Gottschlich schon darauf verwiesen, dass es ja osteuropäische Staaten gibt wie Rumänien oder ähnliche, die sehr ungünstige Investorenschutzverträge schon abgeschlossen haben, direkt nach der Wende 1990, weil sie so verzweifelt waren, dass sie Investoren haben wollten. Die können sich natürlich durch so ein Verfahren verbessern, muss man objektiv sagen. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum alle beitreten müssen. Also es ist nicht im deutschen Interesse, eine Paralleljustiz aufzuziehen, würde ich mal sagen. Und wenn die Rumänen jetzt unbedingt ihren Vertrag mit einen ISDS-Vertrag mit Kanada verbessern wollen, von dem ich nicht ganz sicher bin, ob sie ihn überhaupt haben, dann könnte man das ja vielleicht so basteln, dass man sozusagen eine Option für die einzelnen Länder ermöglicht. Da muss ich sagen, es sind nicht nur die neuen Mitgliedstaaten, die ein Interesse am Investitionsschutz haben in CETA, sondern es sind 17 Mitgliedstaaten, die an die Kommission geschrieben haben, gesagt haben, sie möchten in CETA und in TTIP den Investitionsschutz haben. Und kann man dann nicht sagen, sollen sie doch und Deutschland macht nicht mit? Es ist ein EU-Abkommen und wir sagen, aus deutscher Sicht braucht man es nicht unbedingt. Aber wenn es übergeordnete Gründe gibt, wenn eben
das EU-Interesse sagt, wir wollen das haben, wir machen das. Und die EU sagt ja auch, es ist für uns hilfreich, wenn wir in allen Freihandelsabkommen Investitionsschutzkapitel drin haben, dann haben wir in den Ländern, in denen wir es wirklich brauchen und wollen, in den Ländern, wo die Rechtslage nicht so ist, dass sich deutsche Investoren darauf verlassen können, nicht immer dieses diplomatische Problem, dass wir den einen sagen, wir wollen mit euch ein Freihandelsabkommen machen, aber so richtig vertrauen tun wir euch nicht. Deswegen machen wir ein Investitionsschutzabkommen. Deswegen sagt die EU-Kommission, deswegen grundsätzlich in allen. Die Amerikaner wollen es auch haben, weil sie sagen, in allen ihren Freihandelsabkommen ist auch ein Investitionsschutzkapitel enthalten. Und wenn denn aus übergeordneten Gründen ein solches Kapitel unumgänglich ist oder auch von Deutschland akzeptiert werden sollte, dann nur ein Investitionsschutzkapitel, das den Anforderungen des 21. Jahrhunderts entspricht, das eben modern ist und das staatliche Recht zur Regulierung absichert. Und das alles ist in dem CETA-Text auch so jetzt enthalten. Und deswegen ist es nicht schädlich für Deutschland, dass wir dieses haben. Was ist nochmal mit den legitimen Erwartungen auf Gewinn? Ist das drin oder draußen? Ich weiß jetzt nicht, was Sie genau damit meinen, mit den legitimen. Müssten wir den Vertrag jetzt im Detail... Ich glaube, dass dieses Vokabel eines dieser Vokabel ist, die nicht mehr im Text drin sind. Es gibt ein Annex zu dem Kapitel 8, in dem der Begriff der indirekten Enteignung ausführlich dargelegt wird. Und da ist diese Geschichte mit den legitim erwarteten Gewinnaussichten und so nicht mehr enthalten. Das habe ich gerade vorher noch gecheckt, aber wir können Sie da gerne nochmal reinblicken. Sie haben sogar hier so ein Post-it bei Kapitel 8, wir können nachlesen. Wenn wir schon so in die Details gehen, ein Investor kann nur in einem Schiedsverfahren gewisse Gründe für seine Klage anführen. Mhm. Keine Enteignung ohne Entschädigung, die Möglichkeit des Transfers im Zusammenhang mit Investitionen, dass ich also mein Geld wieder ins Ausland überweisen kann. Gerechte und billige Verhandlung ist verletzt. Und das ist das, was Sie vielleicht meinen, eine Verpflichtung wurde verletzt, einer staatlichen Stelle zur Einhaltung ihrer eigenen schriftlichen und rechtlich bindenden vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Investoren. Wenn sich ein Staat vertraglich, rechtlich bindet gegenüber einem Investor und sagt, das sage ich dir hiermit schriftlich, verbindlich zu, dann kannst du dagegen eben vorgehen. Aber nicht die Erwartungen, dass sich unsere Rechtsvorschriften nicht ändern werden in Zukunft, nicht verschärft werden, das ist keine legitime Erwartung auf Gewinn. Das ist eben nicht legitim. So wie sich kein deutsches Unternehmen darauf verlassen kann, dass wir unsere Vorschriften verschärfen, kann sich auch kein ausländischer Investor, kein kanadischer Investor darauf verlassen, dass unsere Vorschriften nicht mal geändert werden. Frau Dobler-Melin, Sie hatten den Vorwurf immer wieder erhoben, das ganze Schiedsgerichtsverfahren sei eine Paralleljustiz. Nun gibt es diesen Schiedsgerichtshof. Sind viele Ihrer Bedenken nun ausgeräumt? Nein, einfach deswegen nicht, weil das, was wir jetzt ja gerade gehört haben und was uns da so vorgetragen wird, gell, als sei das der Weisheit letzter Schluss, wäre natürlich viel einfacher, Herr Gott, schlicht, wir hätten die Texte und die Menschen könnten sich selber davon überzeugen, was drinsteht und was nicht. Ja, es ist nicht jedermanns Sache. Entschuldigung, jetzt würde ich gerne auch einmal ausreden, ich habe Sie nur mäßig unterbrochen. Der mit Einspruch und nicht mehr. Der zweite Punkt ist, es ist nicht jedermanns Sache, englische Vertragstexte mit 1500 Seiten zu lesen. Es wäre überhaupt kein Problem, wenn sich diese Freihandelsabkommen wie früher auf Zölle oder vielleicht auch auf technische Normen oder auf die Anerkennung von technischen Prüfverfahren beschränken würden. Da sie sich aber in den Bereich der sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse schwerpunktmäßig hineinbegeben, muss das von den einzelnen Menschen selbst nachgeprüft werden. Jetzt will ich aber gerne noch einmal auf die Frage der Schiedsgerichte kommen. Schauen Sie, ein ausländischer Investor hat genau wie ein deutscher Investor, sogar in Bayern gilt Artikel 19 des Grundgesetzes die Möglichkeit, wenn ihm irgendwas nicht passt, vor ein deutsches Gericht zu gehen. Genau. Richtig? Gut, wozu braucht er ein weiteres Schiedsgericht, um eine bayerische Kommune, das Land Bayern oder die Bundesrepublik Deutschland zu verklagen? Das ist die erste Frage. Und diese Frage, ob man dieses will, lässt sich nicht damit beantworten, dass man mehr oder weniger stimmige Vorbehalte gegen die Justiz in anderen EU-Ländern hat. Wenn man die EU-Länder auf den Stand, weil es gibt ja da Unterschiede, ist gar kein Zweifel, auf den Stand der rechtsstaatlichen Gerichtsbarkeit zum Beispiel von Deutschland aufbringen wollte,
hätte es nahegelegen, einen Instanzgerichtshof aus EU und oberstem Handelsgericht, ja, zum Beispiel bei CETA in Kanada zu machen. Das sind Dinge, die ich nicht verstehe. Jetzt kommen aber weitere Dinge hinzu. Schauen Sie, die Frau Prediger hat ja gerade gesagt, ich mache relativ viel Tarifschlichtungen. Und deswegen habe ich mit Anwälten von dieser Preisklasse sehr, sehr viel zu tun. Das sind großartige Experten, gar kein Zweifel. Aber sie haben gerade aufgrund ihrer sehr engen Expertise in diesem Bereich, übrigens auch aufgrund der Stundensätze, die sie deswegen bekommen können, ein sehr eingeschränktes Bild von der Alltagswirklichkeit. Und wenn Sie die als Richter haben, gibt es eben den gravierenden Unterschied zu den Richtern, die bei uns als staatliche Richter ernannt wurden, weil die diese Expertise nur in dem Bereich der Mandanten, die sie bisher hatten, kennen. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Die Befähigung zum Richteramt haben genau diese Experten. Und nochmal, Herr Gottschlich, ich würde es für zu eng halten, denen vorzuwerfen, dass sie das nicht verstehen. Aber verstehen Sie doch bitte, worum es uns geht. Es geht uns darum, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Artikel 14, das ist Eigentumsschutz, in Verbindung mit Gemeinwohlbindung, dass die jetzt durch diese Form von internationalen, regionalen Handelsverträgen nicht ausgehebelt wird. Und ich meine, Sie kennen sicher das Gutachten von Professor Nettesheim. Da bin ich ganz sicher, dass Sie das kennen, auch wenn es relativ neu ist. Da werden Sie dann feststellen, dass die Formulierungen eben nicht nur Eingriffe in Kommunen und in Landeskompetenzen ergeben, sondern eben diese Parallelität, von der Sie gerade so wohltönend gesprochen haben, der Formulierungen eben nicht da ist. Deswegen würde ich gerne das eine Wort noch aufgreifen, dann höre ich auf zunächst mal, was Sie gesagt haben, nachdem jetzt einige Verbesserungen innerhalb des Systems der Schiedsgerichtsbarkeit erreicht wurden und damit gezeigt wurde, dass CETA selbstverständlich weiterzuentwickeln ist. Warum finden wir uns hier nicht zusammen und sagen, wenn der deutsche Text vorliegt, wollen wir eine gemeinsame öffentliche Diskussionsrunde haben und dann überlegen wir uns, ob man nicht noch sehr viel mehr an vernünftigen, klaren Formulierungen in CETA reinkriegt. Warum nicht? Kann man gerne diskutieren, aber es ist schon sehr viel Vernünftiges in diesem Abkommen enthalten. Ja. Wenn Sie zum Beispiel sagen, die Schiedsrichter haben einen zu engen Fokus, ja, sie wurden früher eben ausgesucht von den Schiedsparteien genau nach diesem engen spezifischen Fokus. Danach werden in den privaten Schiedsverfahren werden eben die Schiedsrichter ausgesucht. Wenn ich jetzt 15 bestelle, die haben eben diesen engen Fokus nicht. Das sagen ja dann die Kritiker aus den Unternehmen. Die sind dann nicht spezialisiert genug, um die Fachthemen dann behandeln zu können. Das sehen wir nicht das Problem, sondern sie gehen eben mit einem Rechtsverständnis, was Sie hier gelernt haben, indem Sie eben die Befähigung zum Richteramt haben, heran. Sie haben eben nicht mehr diesen engen Fokus. Sie sind eben, Sie schauen über den Tellerrand hinaus. Und wenn Sie sagen, wir haben ein anderes Rechtssystem, das ist ja das Schiedsgericht beurteilt nicht das nationale Recht. Das ist nicht der Prüfungsmaßstab, sondern der Prüfungsmaßstab sind die Angaben in einem völkerrechtlichen Vertrag in CETA. Und wenn es dazu höchstrichterliche Rechtsprechung gibt, also das nationale Recht wird dann als Tatsache von den Richtern eben herangezogen und auch die höchstrichterliche Rechtsprechung muss dann von den Schiedsgerichten eben in ihren Urteilen berücksichtigt werden. Also es ist keine Paralleljustiz mit unterschiedlichen Maßstäben, sondern es ist... ich bin ganz Ihrer Meinung, dass man sagen kann, aus deutscher Sicht braucht es das eigentlich nicht. Genau. Haben wir auch immer gesagt. Aber wenn es denn kommt, dann muss es so sein, dass wir damit leben können, dass es eben unsere ganzen Bedenken ausräumt. Das tut es aber nicht. Das tut es doch. Nein, Herr Gottschlich, darf ich einfach noch mal sagen, vielleicht ist es dann besser verständlich, worum es mir geht. Sie und ich, wir halten doch daran fest, dass Eigentum verpflichtet. So. Und das möchte ich gern in einem völkerrechtlichen Vertrag auch haben. Und wenn das nicht drinsteht, dann kritisiere ich das. Ich bin ziemlich sicher, dass wenn das...
Beispiel nach Studium des Gutachtens von Herrn Nettesheim für die baden-württembergische Staatskanzlei. Wenn Sie dieses im Bundesrat und von Seiten der Länder sagen, Sie möchten gerne, dass hier diese schlichte Grundhaltung übernommen wird in den Vertrag, dass das machbar wäre. Das ist der Punkt, den ich gerne hätte. So, und jetzt möchte ich den Forscher in unserer Runde bitten. Herr Felbermayr, Sie haben selber geschrieben in einer Studie, dass Deutschland CETA nicht braucht. Jetzt habe ich Sie auch als Befürworter vorgestellt. Und jetzt? Also, was Sie kennen von mir, das sagt nicht, dass Deutschland CETA nicht bräuchte. Nein, die Schiedsgerichte. Ja. Und jetzt stellen wir fest, dass hier doch eine Parallele ist, weil auch Herr Gottschlich hat gesagt, naja, für Deutschland ist es gar nicht so wichtig. Ja. Aus deutscher Sicht brauchen wir keine Schiedsgerichte. Ja, also ich denke, Herr Gottschlich hat das so formuliert, wie ich das auch unterschreiben würde. Wir haben eine große empirische Forschung, die sich mit der Frage beschäftigt, ob Investitionsschutzabkommen tatsächlich das tun, was sie tun sollen, nämlich Investitionen schaffen. Und die Forschung hat dazu zu den entwickelten Ländern, USA, Deutschland, Japan, keinen Befund. Also wir haben keine Nachweise, dass das wirklich auch tatsächlich Investitionen anregt. Was wir aber schon sehen, ist, dass es ein sehr taugliches Instrument ist, um Investitionen in Entwicklungsländern anzuregen. Und ich würde manche EU-Mitgliedstaaten da nach wie vor in diesen Kanon der Länder einordnen. Entwicklungsländer ist das falsche Wort, aber schauen Sie sich mal an, Transparency International, die Rankings, wie stark ist die Korruptionsanfälligkeit von einer ganzen Reihe von EU-Mitgliedstaaten, da sind wir auf China-Niveau. Insofern ist der Wunsch natürlich auch bei mir sehr stark da und bei Ihnen allen, wir mögen doch in Europa einheitliche Standards von Rechtsstaatlichkeit durchsetzen, faktisch ist das aber nicht so. Und man kann schon verstehen, dass die Kanadier ohne böse Absichten, dass die sagen, wir wollen aber, wenn wir in Rumänien investieren und die brauchen dringend Investitionen, dass wir da gewisse Sicherheiten haben wollen. Das kann man verstehen. Also man kann, ich will nur Herr Gottschlich nochmal unterstützen, man kann durchaus einerseits sagen, aus deutscher Perspektive brauchen wir das nicht. Aber wenn wir an Europa glauben, an ein gemeinsames Europa, dann müssen wir auch die Interessen der anderen mit berücksichtigen. Und das Rosinenpflücken, was Frau Herrmann vorgeschlagen hat, mit dem ziehen wir ja doch jetzt nach London und sagen, liebe Briten, das wollen wir nicht. Ihr könnt euch nicht die Rosinen herauspicken. Wir brauchen einen Rechtsrahmen, der für alle funktioniert. Ich bin jetzt kein Jurist und ich kann bei diesen Schiedsgerichten schon manches verstehen, auch was hier die ehemalige Justizministerin sagt. Und ich denke, da hat es nicht an mir zu sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Ich vertraue Ihnen mal einfach. Ja, dann dürften wir aber in Zukunft noch weitere Schritte vor uns haben und vielleicht sogar ein TTIP, ja, wie wir über den Text, den wir hier liegen haben, und lesen Sie mal, den kann man durchaus verstehen, das ist zwar nicht ganz trivial, aber wenn man sich Zeit nimmt und nicht, man muss auch nicht alles lesen, Sie können sich die strittigen Punkte ansehen, das ist also durchaus mit ein bisschen Geduld und einem Wörterbuch verdaulich. Ja, wirklich, also das meine ich. Na, probieren Sie es doch einmal. Ja. Deswegen haben wir auch die 22-seitige Zusammenfassung der Kommission zu dem Vertrag Ihnen ausgelegt. Auf Deutsch. In deutscher Sprache, wo die wesentlichen Ergebnisse von CETA mal festgehalten sind. Was haben wir eigentlich erreicht? Das ist einfach leserlich geschrieben, kann natürlich nicht in die Details gehen. Aber lesen Sie bitte meine Artikel auch dazu. Dann haben Sie beide Seiten. Im Netz. So, nochmal eine Frage. Also wenn wir schon über Texte hier philosophieren, was gelesen werden soll, der Originaltext, und wenn er dann in deutscher Sprache vorliegt, denke ich, das muss der erste Text sein, den Sie sich angucken. Der wird ja in Bälde übersetzt, dann, Herr Gottschlich, wie lange soll es noch dauern? Nicht mehr lang. Ja, da haben Sie 1500 Seiten auf Deutsch. Bevor ich das Ganze auf Deutsch lesen kann, erklären Sie mir doch mal, wenn wir reden von Investitionsschutz und immer sofort das Wort von direkter, indirekter Enteignung. Ich habe das Wort Enteignung in anderem Zusammenhang kennengelernt. Da geht es um Umsatzeinbußen, vermutet oder real von Firmen. Wie kommt dieses Wort Enteignung so schnell in diese Diskussion? Das geht Ihnen allen ganz leicht über die Lippen und ich stocke jedes Mal, weil ich denke, Moment mal, das meint doch eigentlich was anderes, oder? Naja, es ist schon eine Art Enteignung, die stattfindet, wenn Sie auf Basis irgendwelcher Versprechungen zum Beispiel in ein Land investieren und dass Sie machen da eine Investition von ein paar hundert Millionen Euro und dann wird aber die Rechtsgrundlage verändert und Sie hätten Sie es gewusst, dieses Geld nie investiert, dann ist diese Investition wertlos geworden. Man nimmt sie Ihnen zwar nicht weg,
ja, im Sinne einer physischen Enteignung, dass der Ihnen der Asset oder dieser Vermögensgegenstand entzogen wird, aber er wird Ihnen wirtschaftlich entwertet. Und das ist natürlich schon eine, also das kann man schon als Enteignung verstehen, und indirekt heißt einfach, dass Sie im Besitz des physischen Gegenstands bleiben. Sie bauen ein Kraftwerk irgendwo hin, das muss gar nicht Hamburg sein oder sonst wo, Sie bauen ein Kraftwerk. Aber es wird den Unternehmen doch nicht weggenommen. Also ich habe Enteignung, aber es wird ökonomisch wertlos. Also angenommen, Sie bauen ein Kraftwerk irgendwo hin und Sie tun das nach den gegebenen Grundlagen. Und Sie haben noch irgendwo dann auch Verhandlungen geführt. Das sind ja nicht Dinge, die man so ohne weiteres macht. Ein paar 100 Millionen Euro investieren im öffentlichen Nahbereich. Ja? Dann gab es eine Baubewilligung, eine Betriebsgenehmigung wurde in Aussicht gestellt und so weiter und so fort. Und dann haben Sie das Ding gebaut nach den geltenden Normen, betreiben es vielleicht 2 Jahre und dann wird die Gesetzeslage so verändert, dass die Betriebsgrundlage nicht mehr gegeben ist. Sie müssen das Ding schließen, dann haben Sie sozusagen diese Investition unnötig gemacht. Das heißt jetzt aber nicht, dass, ja, das ist absolut, das ist das Risiko unternehmerischer Tätigkeit, und deswegen ist ja die indirekte Enteignung oder die Veränderung von rechtlichen Grundbedingungen nicht der einzige Tatbestand, der erfüllt sein muss. Es muss eben, wie Herr Gottschlich auch gesagt hat, es muss unverhältnismäßig sein, es muss nachgewiesen sein, dass es ein öffentliches, im öffentlichen Interesse ist, diese aber Maßnahme zu machen. Aber soweit gilt es auch nach nationalem Verfassungsrecht. Und es muss natürlich... Das Problem steckt woanders. Das Problem steckt darin... Aber Frau Doppler-Gmelin, ich möchte schon den Herrn Felbermayr also vielleicht ausreden lassen. Das, was ich noch sagen wollte, es muss auch sozusagen in diskriminierender Weise erfolgt sein. Und da ist vielleicht auch der Punkt, wo man schon verstehen kann, dass man neben den nationalen Gerichten auch noch andere Institute oder Institutionen haben möchte, weil diese Diskriminierung von Ausländern durch ein heimisches Gericht nicht immer glaubwürdig ausgeschlossen werden kann. Und es geht da um Glaubwürdigkeit, nicht? Also wenn Sie überlegen, ich investiere in Griechenland ein paar 100 Millionen Euro, da müssen Sie ja vertrauen können, dass Sie nicht am Ende diskriminiert werden. Nicht? Okay. Und dieser Schutz gegen Diskriminierung, den bietet Ihnen eben dieses völkerrechtliche Abkommen. Und das kann ein nationales Gericht, auf welcher Grundlage würde das dort umsetzbar oder durchsetzbar sein? Das ist die Frage. Kann dort der Investor versichert werden? Dagegen? Jetzt hatte sich Frau Herrmann schon zuvor gemeldet. Frau Herrmann, jetzt wären wir bei einem neuen Kapitel, nämlich den regulatorischen Kooperationen und dem Abkommen. Aber das passt jetzt alles zusammen. Also ich glaube, Sie können nahtlos überleiten. Ich kann das ja mal versuchen. Also ich, das nochmal zusammenzufassen. Also was ja so ein bisschen irritierend ist, ist, dass wir hier ein Abkommen haben, das auf der materiellen, aus materieller Sicht nichts bringt. Das würde ich noch mal gerne festhalten, was Herr Felbermayr am Anfang gesagt hat, dass CETA bringt bei den Zöllen 6 Milliarden im Jahr. Das 6 Milliarden klingt erstmal viel, aber man sollte wissen, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Augenblick bei fast 3 Billionen Euro liegt. Das heißt, 6 Milliarden sind der berühmte Fliegenschiss, den man gar nicht sehen kann. Uiuiui. Ja. Also. So. Man kann sich überlegen, also jedenfalls sollte man sich von 6 Milliarden, das möchte ich sagen, auf gar keinen Fall beeindrucken lassen. Das ist sozusagen im Gesamtrahmen weit unter 1%. So, das nächste ist, was ja hier jetzt bei der ganzen Schiedsgerichtsbarkeitsdebatte sehr deutlich wurde, ist, dass der entscheidende Punkt eben nicht ausgeräumt ist. Es geht um indirekte Enteignung, und was passiert ist in Vergangenheit, ist ja, dass man nicht die Investitionskosten erstattet bekommen hat, sondern den angeblich entgangenen Gewinn. Und das hat dann zu sehr seltsamen Konstruktionen bei der Gerichtsfindung oder Urteilsfindung geführt. Und das ist nicht ausgeräumt bisher. Und ich finde, das würde ich jetzt noch mal gerne sagen, dass Frau Doppler-Gmelin absolut recht hat, dass diese Eigentumsverpflichtung des Grundgesetzes sich in diesen internationalen Verträgen auch finden muss. So, jetzt kommen wir, das wollte ich nur mal noch mal zusammenbinden, kommen wir zu dem Punkt regulatorische Kooperation. Das heißt einfach, dass man was noch ganz wichtig ist, wollte ich jetzt noch vorher sagen, man muss sich klar machen, dass wenn man CETA einmal unterschreibt, man es niemals mehr ändern kann. Denn es ist so, dass dann ja alle 28 EU-Staaten wieder zustimmen müssen und Kanada. Das heißt, wenn wir feststellen, das war jetzt alles doch keine so gute Idee mit den Schiedsgerichten, dann kommen wir da nicht wieder raus. Deswegen finde ich dieses Argument, ja, 17 andere EU-Staaten wollen das aber haben, das kann ich zwar nachvollziehen, so nach dem Motto, das ist dann irgendwie demokratisch, aber das sollte man gerade bei Dingen, die man absolut hinterher nicht mehr ändern kann, jetzt nicht als das zentrale Argument begreifen, dass Rumänien was will, was für uns vielleicht gar nicht gut ist. So, dann
Jetzt noch zur regulatorischen Kooperation. Das müssen wir jetzt ein bisschen erklären. Genau. Also der CETA und auch TTIP sollen sogenannte Living Agreements sein. Also die Idee ist, man einigt sich erstmal auf Standards, auf die man sich einigen kann, was übrigens extrem mühsam ist. Daran wird wahrscheinlich TTIP sowieso schon scheitern, wenn das so weitergeht. Aber man einigt sich erstmal auf Standards. So, und dann geht das Leben ja weiter. Und dann ist die Idee, dass man eben versucht, neue Entwicklung dadurch einzufangen, dass es ein Gremium gibt, das dann von beiden Seiten bestückt wird, im Wesentlichen von Unternehmensvertretern, die dann jedes Gesetz, das ein Handelshemmnis sein könnte, betrachten können. Jetzt muss man deutlich sagen, das ist kein Gesetzgebungsgremium, die können also keine Gesetze verhindern, sie können auch keine Gesetze machen, also es ist jetzt nicht sozusagen die totale Aushebelung der Europäischen Parlamente. Aber natürlich wäre es so, dass diese Beweisumkehr, von der ich schon gesprochen habe, dass eben alles immer erstmal geprüft wird, ist es ein Handelshemmnis, was eben eine entscheidende Verengung der Politik ist. Das könnte ja Gesetzgebungshemmnis werden dann, oder? Ja, genau. Das heißt, das führt dann zu so einer Art Beweislastumkehr. Man muss immer zeigen, es ist kein Handelshemmnis. Und die Unternehmen hätten sehr früh die Möglichkeit, eben in diesen Gesetzgebungsprozess auch einzugreifen, indem sie ja dann in diesem regulatorischen Kooperationsgremium beteiligt würden. Hat man das verstanden? Ja, ne? Herr Felbermayr, jetzt möchte ich Ihnen gerne die Gelegenheit geben, weil den 6 Milliarden, die Frau Herrmann eben gesagt hat, und dass es wirtschaftlich, also das CETA nicht viel brächte, da haben Sie vehement widersprochen. Ja, gegrummelt. Ja, ich meine, das ist ja auch, wäre ja auch eine seltsame Vorstellung zu glauben, dass wenn ein Wirtschaftsraum wie Europa mit 500 Millionen Bürgern, wenn wir ein Handelsabkommen machen mit Kanada mit 35 Millionen Bürgern, dass hier plötzlich ein gewaltiger Wohlstandsschub ausgelöst wird. Sie müssen aber die Summe dieser Abkommen sehen. Wir machen ja nicht nur ein Abkommen mit Kanada, das ist jetzt das Erste, das am Tisch liegt. Das bringt 0,2% in der langen Frist nach unseren Rechnungen für das Bruttoinlandsprodukt. Jedes Jahr übrigens. Ja, Sie müssen dann auch TTIP denken, das ist schon deutlich größer. Sie müssen das Abkommen denken, das wir mit Japan verhandeln. Sie müssen an die Verhandlungen mit den Mercosur-Ländern denken und so weiter und so fort. Wir haben ja also ein ganzes Netzwerk von Abkommen, das zur Disposition steht und die auch übrigens alle, wenn wir CETA scheitern lassen, auch alle in Frage gestellt würden. Und dann reden wir nicht mehr von irgendwelchen Fliegenschiss, wie Sie gesagt haben, ja, sondern das nimmt dann schon ganz andere Dimensionen an. Und das kann man genauso gut sagen für die Abkommen in der Vergangenheit. Nicht die einzelnen Integrationsschritte, die kleinen Dinge, die wir in der Europäischen Union gemacht haben, permanent, die haben für sich genommen alle keine großen Effekte gemacht. Aber der europäische Einigungsprozess als solches hat uns einen Wohlstand gebracht, der in der Geschichte einmalig ist. Deswegen muss man es in Gesamtheit sehen. Wovon würde Deutschland am meisten profitieren durch CETA? Also was in CETA ein echter Durchbruch war und viele auch überrascht hat, ist das Thema der öffentlichen Beschaffung. Das sind Märkte, die bisher sehr abgeschlossen waren. Wenn Sie heute in Mittelfranken einen Schulmöbelhersteller haben, der war bisher aus Beschaffungsvorgängen in Kanada ausgeschlossen. Heute kann er, wenn er möchte und die Anforderungen erfüllt, die technischen, kann er dort mitbieten. Jetzt ist natürlich das einfach nur ein kleines Beispiel, aber auch in der Summe handelt es sich da um große Märkte. Die Beschaffungsmärkte machen schnell mal, da reden wir über die öffentliche Beschaffung, machen schnell mal 5-10% eines Bruttoinlandsprodukts aus. Also wenn wir da mitbieten können, ist das für viele Unternehmer auch auf sehr lokaler Ebene eine echte Änderung der Bedingungen. Und auch das, insofern eine CETA-Blaupause, ja, weil wir hier etwas haben, das wir auch gerne in den USA haben möchten, dann auf sehr viel größerer Dimension. Und mit Japan wäre es auch nicht schlecht. Also das ist echt etwas Neues. Und dann gibt es natürlich die viel belächelten Kleinigkeiten, auch wieder Fliegenschiss wahrscheinlich, Zölle und so weiter. Ja, wir haben bei Autos mit Kanada heute noch Zölle von 6,2% zum Beispiel, wenn wir die Mac machen, das macht schon einen Unterschied. Und auch da, die Zollbelastung insgesamt mag nicht gigantisch sein, aber es liefert etwas bei. Und dann kommen dann die in diesen 1600 Seiten beschriebenen Kleinigkeiten dazu, auf vielen, vielen Seiten, wie man denn versucht, Abläufe zu beschleunigen, ein bisschen zu deregulieren, aber wie gesagt, ohne zu gefährden, dass wir Standards in Frage stellen oder einfach Prozesse einfacher zu machen, transparenter zu machen. All das sind
Winzigkeiten, die sich aufaddieren, aber daraus besteht auch der europäische Binnenmarkt. Das sind auch alles, wenn Sie im Detail gucken, Kleinigkeiten, aber in der Summe ist das dann doch für die ökonomische Bewertung ausschlaggebend. Mhm. Ja, darum würde ich mich schwer dagegen aussprechen, so zu tun, als wäre das Fliegenschiss oder das Wetter wäre wichtiger oder so. Ich finde, das ist eine unzulässige Verniedlichung dieser Effekte. Bei einer Frage sind Sie mir doch ein bisschen ausgewichen. Ich hätte gern gewusst, wer profitiert in Deutschland, welche Sektoren der Wirtschaft, große Unternehmen, kleine Unternehmen, Mittelstand, weil es heißt immer der Mittelstand. Bei TTIP heißt es immer, ist es bei CETA auch so? Ja, aber die Autohersteller gehören da nicht direkt dazu. Natürlich auch der Autosektor. Der Autosektor, es wird oft so getan, fälschlicherweise, dass der Automobilsektor von 4 Namen oder so geprägt wird in Deutschland. Mhm. Das stimmt ja nicht. Wir haben ein ganz, ganz dichtes Netzwerk von Zulieferern, die alle mit profitieren, wenn Daimler oder Volkswagen in den USA bessere Marktbedingungen vorfinden. Dann können die auch mehr verkaufen, sie können mehr Beschäftigung sichern und diese Unternehmen, die in internationalen Wertschöpfungsketten eingebunden sind, da gibt es ganz viel Forschung dazu, diese Unternehmen bieten gute Arbeitsplätze an. Das wollen wir doch alle. Arbeitsplätze, die gut entlohnt sind, das ist nachweislich so, Arbeitsplätze, die im Durchschnitt auch höhere Jobsicherheit anbieten, das sind die Daten, die wir aus den Sozialversicherungsstatistiken herauslesen können. Und insofern ist es so, dass auch die Arbeitnehmer profitieren und gerade auch die mittelständisch strukturierte Zulieferindustrie im Kfz-Bereich. Jetzt war der Herr Gottschlich zuerst. Dann Sie dürfen dann gelegentlich auch nochmal. Ja, Sie dürfen auch. Keine Sorge. Zwei Themen. Einmal, was Professor Felbermayr sagte, was bringt uns das? Was man immer prognostizieren kann oder was man versucht zu sagen ist, was bringt uns das für die Zukunft, wenn wir CETA oder TTIP unter den und den Bedingungen abschließen, was aber keiner richtig kalkulieren kann und was auch, glaube ich, immer vernachlässigt wird, ist die Frage, was passiert, wenn wir diese Abkommen nicht haben? Dass wir hier im Export so erfolgreich sind, ist uns nicht Gott gegeben. Wir müssen es immer wieder neu erarbeiten, wir müssen neue Allianzen schmieden, damit unsere internationalen Wirtschaftsbeziehungen auch entsprechend ausgebaut werden können. Wenn wir uns hier isolieren und sagen, geht uns doch gut, wir brauchen gar keine Freihandelsabkommen mit USA, der wichtigste Handelspartner Bayerns, wozu braucht es das eigentlich noch? Ja, wenn wir uns so isolieren, dann ziehen andere an uns vorbei, dann werden andere Blöcke gebildet, dann werden dort die Regeln geschaffen. Das kann man nicht prognostizieren, aber man kann davon ausgehen, dass wir hier in unserer außenwirtschaftlichen Aktivität leiden werden. Zur regulatorischen Kooperation. Um was geht es denn eigentlich bei der regulatorischen Kooperation? Es geht darum, dass die Regulierungsbehörden sich zusammensetzen, engere Kontakte haben, eine gegenseitige Transparenz erweitern wollen. Und diese Regulierungsbehörden versuchen, Themen zu erarbeiten, wo man zusammenarbeiten könnte, um unnötige bürokratische Hürden zu vermeiden. Es geht nicht darum, sich auf niedrigere Standards zu einigen, sondern es geht darum, wo können wir, in welchen Bereichen können wir Standards gegenseitig anerkennen, weil sie das gleiche Schutzniveau verfolgen, vom Umweltschutz, Gesundheitsschutz oder Ähnlichem. Und wo ist nur der Weg, der dahin führt, unterschiedlich, aber das, was wir damit wollen, identisch. Da gibt es Bereiche, da ist das so, und es gibt andere Bereiche, da haben wir unterschiedliche Schutzniveaus, zum Beispiel im Bereich Arzneimittel oder im Bereich Medizintechnik haben wir unterschiedliche Schutzniveaus. Da werden wir nie dazu kommen, dass ein Produkt, ein medizinisches Produkt oder ein Arzneimittel, was in den USA zugelassen ist, auch automatisch in der EU zugelassen werden kann. Aber im Vorfeld, bevor überhaupt ein Antrag gestellt werden kann auf Zulassung eines neuen Arzneimittels, muss ein Unternehmen seinen Herstellungsprozess prüfen lassen. Der muss zertifiziert werden. In der EU, wenn ein Unternehmen in der EU ein neues Medikament auf den Markt bringt, dann wird in der ersten Phase, bevor es überhaupt darum geht, dieses Medikament zuzulassen, die Zulassungsbehörde sagen, bitte, du musst deinen Herstellungsprozess zertifizieren lassen. Das funktioniert nach GMP, Good Manufacturing Practice. Die EU-Behörde zertifiziert das Unternehmen. Wenn jetzt dieses Medikament in der EU dann irgendwann mal zugelassen ist und jetzt wollen sie damit in die USA gehen, dann muss er dieses Verfahren wieder durchlaufen. Dann kommen die amerikanische, die FDA und sagt, bevor du überhaupt den Antrag stellen kannst auf Zulassung dieses Medikaments, musst du deinen Herstellungsprozess zertifizieren lassen. Dann erfolgt das Ganze wieder
Und nach was? Nach den international gültigen Vorschriften, die für die EU genauso wie für die USA oder für Kanada gelten, nach GMP. Ist es denn erforderlich, dass ein Unternehmen dieses Herstellungsverfahren zweimal zertifiziert? Das hält die Behörden auf, denn die können sich dann gar nicht mehr, die haben auch nur begrenzte Personalkapazitäten, den ganzen Anträgen widmen, die sie bekommen. Das heißt, neue Medikamente werden zeitverzögert zugelassen. Es kostet ein Unternehmen sehr viel Geld. Und gerade ein mittelständisches Unternehmen, was nicht in Massen dann in einen neuen Markt exportiert, für die ist das unverhältnismäßig teuer. Wenn man diese bürokratischen Hürden abbauen kann, ohne dass da irgendetwas an irgendwelchen Schutzniveaus geändert wird, das ist etwas, an dem man auch mitarbeiten will. Und das ist eines der wichtigen Themen, zum Beispiel im Bereich der regulatorischen Kooperation. Das andere Thema, um was es eigentlich geht, das sind gar nicht die Standards, die wir schon haben und versuchen gegenseitig anzuerkennen oder zu harmonisieren, sondern neue Technologien, Industrie 4.0, Elektromobilität. Ist es denn da sinnvoll, dass die EU neue Standards festlegt und dann die USA oder Kanada macht neue Standards und hinterher versuchen wir verzweifelt, das wieder zusammenzuführen? Da ist es doch sinnvoll, wenn man sich vorher unterhält und austauscht, dass man gemeinsam Standards entwickelt, die dann aber nicht von irgendwelchen Gremien oder sonst was festgelegt werden, sondern das geht durch den Gesetzgebungsprozess. Beide Seiten legen dann ihren zuständig demokratisch legitimierten Gesetzgebungsorganen dieses vor und die müssen dann sagen, ja, das ratifizieren wir, das setzen wir in Gesetz um. Das kann auch sein, dass dann die eine Seite sagt, nee, das ist unserem Schutzniveau nach eben nicht geeignet, dass es hier zum Gesetz gemacht wird. Aber es wird über diese Verfahren, dieser Prozess angestoßen, dass eben hier mehr gemacht wird als in der Vergangenheit, weil in der Vergangenheit gesehen worden ist, dass hier nicht genügend passiert. Und dieser Prozess soll angestoßen werden. Und der ist auch, in CETA ist das formuliert, der ist freiwillig, da ist niemand zu verpflichtet, der ist freiwillig und die Regulierungsbehörden legen fest, mit welchen Themen sie sich hier untereinander austauschen wollen. So, jetzt darf Frau Däubler-Gmelin Ihre also, Sicht der Dinge. Vieles von dem, Herr Gottschlich, was Sie jetzt gerade gesagt haben, wundern Sie sich nicht, ist eigentlich selbstverständlich. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum sich dann CETA nicht darauf beschränkt. Zölle, auch Bürokratien, auch die frei entsprechenden Prüfverfahren, das ist doch gar nicht das, was den Menschen den Kummer bereitet. Ja, das versuche ich jetzt gerade Ihnen zum wiederholten Male nochmal vorzulegen. Das ist bei der Pharmafrage, die Sie gerade erwähnt haben, dass Sie unterschiedliche Prinzipien haben. Die einen, die Europäer, gehen nach dem Vorsorgeprinzip und die Amerikaner lassen erst zu und haben dann enorme Schadensersatzklagen für den Fall, dass was nicht klappt. Es bestreitet niemand, Herr Gottschlich, dass auch die Amerikaner in bestimmten Bereichen, zum Beispiel bei den Finanzdienstleistungen, schärfere Standards haben als die Europäer. Das, was wir kritisch sehen, jetzt hören Sie einfach mal zu, vielleicht wird es dann verständlich, gell? Das, was wir kritisch sehen. Ich verstehe es, aber Sie verstehen es scheinbar also, nicht, dass das staatliche Recht zur Regulierung fest. Aber jetzt würde ich doch gerne einfach mal mit Ihrer Aufmerksamkeit das weitersagen. Das, worum es uns geht, ist, dass wir gerne wissen möchten, ob dann bei unterschiedlichen Standards die besseren gewählt werden oder wir darauf vertrauen müssen, dass Sie oder dann die entsprechenden Experten und Behördenvertreter, wie Sie gerade so schön sagten, und Bürokratien, das in Transparenz schon so regeln werden, wie das Volk das dann für richtig halten soll. Ich würde sehr gerne jetzt bloß noch einmal ein paar Bemerkungen machen. Erstens, wenn Sie heute die Vertreter der mittelständischen Unternehmen angucken, da sind die sehr viel kritischer, als das im Allgemeinen gebracht wird. Und die haben Gründe dafür. Zum Zweiten, bei den Schiedsgerichten, wissen Sie, was ich da aus Anwaltskreisen, wie gesagt, mit denen ich ja da umgehe, was ich von denen höre, ist was ganz anderes. Die sagen, um Himmels Willen, da werden ja dann auch vorher zum Beispiel Rumänen oder Bulgaren als Schiedsrichter auf die Liste kommen. Und dann können wir nicht mehr bestimmen, wer es ist. Deswegen sind die da dagegen. Also von daher gesehen wird es da noch eine Menge an Sachen geben. Ich würde sehr gerne einfach noch einmal Folgendes sagen. CETA hat ein sehr, sehr dickes und langes sogenanntes Transparenzkapitel. Wenn Sie das angucken und wenn Sie dann, sagen wir mal, deutlich machen in der Öffentlichkeit, dass es nicht darum geht, dass das, was in CETA drinsteht oder in der regulatorischen Kooperation,
in der inhaltlichen Festlegung ohne Parlamente, gell, läuft. Erst später dürfen die dann Ja oder Ja sagen, weil nämlich ihnen dann gesagt wird, das ist schon durch so und so viele Gremien durchgelaufen, das ist vernünftig und ihr könnt euch entweder isolieren, wenn ihr Nein sagt oder ihr sagt Ja. Das ist, diese regulatorischen Gremien sind deswegen nicht korrekt, weil sie eben nicht ausreichend an die Parlamente angebunden sind. Aber wenn Sie das Transparenzkapitel sehen, dann werden Sie feststellen, die Unternehmen erfahren frühzeitig von dem, was Behörden oder staatlich, übrigens demokratisch legitimierte Gremien, lassen Sie uns das nicht ganz vergessen, was die an Regulationsplanungen haben. Nicht etwa die Öffentlichkeit. Das heißt, der Diskussionsprozess bei der inhaltlichen Festlegung bewegt sich wieder mal in Bürokraten- und Expertenkreisen und findet nicht in der Öffentlichkeit statt. Und verstehen Sie, das ist das, was zusammen mit der Privilegierung, der Privatisierung und der Deregulierung vielen Leuten erhebliche Bedenken mit sich bringt und auch Sorgen, was man nicht haben müsste, wenn man sich darauf begrenzen würde, auf Zölle, auf Verfahren, auf die Anerkennung von Prüfverfahren oder zum Beispiel nur einige Bereiche herausnehmen würde und das dafür regeln, dann würde ich sogar meine Grundbedingungen oder mein Grundproblem, dass es eben keine globalen Abkommen sind, etwas zurückstellen, weil bei mir fängt es, das ist das, was ich vorher meinte, damit an, dass ich weiß, meine Enkelkinder und deren Kinder leben in einer globalen Welt. Uns, und zwar auch Ihnen, auch mir, ist es wirklich, muss es ein Anliegen sein, diese globale Ordnung so mit vorzustrukturieren, dass sie demokratisch, rechtsstaatlich und möglichst auch auf ein gewisses Maß an sagen wir, Überwindung dieser unglaublichen Spaltung der Welt hinausläuft. Übrigens mit den internationalen Wertschöpfungsketten. Und da passt diese Form von regionalen Freihandelsabkommen nicht hinein. Wir sind nicht gegen Freihandel, sondern wir sind gegen diese Abkommen, Herr Gottschlich, das ist es. Die EU ist ja auch. Top-Priorität der EU ist der Abschluss der Doha-Runde. Nur, da geht es nicht voran. Sollen wir uns so lange hinsetzen, bis sich 160 Länder dann zusammenfinden? Die EU ist einer der Kämpfer, dass es hier vorangeht und dass wir hier Lösungen finden auf WTO-Ebene, wie zum Beispiel EPA, was vorhin angekündigt worden ist, dass man eben Teilbereiche nimmt und die multilateral regelt oder erst plurilateral und dann mit dem Ziel, sie multilateral Aber Herr Gottschlich, was halten Sie von dem Vorschlag, wie Frau Däubler-Gmelin es eben postuliert hat, so eine Art CETA-Light zu machen? Wo diese ein CETA-Light oder ein TTIP-Light bringt uns nichts, weil wir, wie vorhin gesagt worden ist, nur den Zollabbau, wir brauchen hier den Abbau von nichttarifären Handelshemmnissen, andere Bereiche, damit eben auch wir davon entsprechend profitieren und alle Bereiche abdecken, die für unsere Wirtschaft wichtig sind. Wir ist ein jetzt TTIP Deutschland Light, oder EU? Ein TTIP-Light oder ein CETA-Light bringt uns nichts und wird von uns auch abgelehnt. Aber ich muss unbedingt auf die Äußerung da eingehen, weil das durch die regulatorische Kooperation hier niedrigere Standards festgesetzt werden, das ist völlig falsch. Es ist das Right to Regulate im Vertrag festgeschrieben. Wenn wir hier in dem Bereich regulatorische Zusammenarbeit uns bewegen, dann wollen wir hier Hürden abbauen. Wir wollen Standards gegenseitig anerkennen, wenn sie das gleiche Schutzniveau haben. Wenn sie das nicht haben, dann wird das auch nicht kommen. Es wird das Vorsorgeprinzip in CETA genauso abgesichert, wie das wir auch in TTIP wollen. Jeder hat das Recht, seine Schutzvorschriften nach den für ihn gültigen und angemessenen Formen zu entscheiden, wie er das für richtig hält, die EU genauso wie Kanada oder die USA. Es wird auch mit CETA kein hormonbehandeltes Fleisch in der EU geben, solange wir in der EU unsere Vorschriften nicht ändern. Es wird keine genveränderten Organismen geben, soweit sie nicht sowieso schon erlaubt sind, oder wir sie in der EU zulassen. Es werden hier unsere Standards durch TTIP nicht materiell abgeändert. Und das wurde eben gerade gesagt, dass wir hier dann über CETA dazu kommen,
mit der regulatorischen Kooperation, dass dann hier Produkte ich mit niedrigeren Standards zugelassen werden müssen. Dann dran als nächstes. Okay. Frau Herrmann, dazu und dann auch noch ein Ausblick, weil wir sind mit unserer Podiumszeit fast am Ende. Ich würde erstens gerne noch mal was zum Fliegenschiss sagen und Herrn Felbermayr ein bisschen ärgern. Also, ich meine, Sie sagen immer, ja, hier, durch den Handel werden ganz viele Arbeitsplätze geschaffen. Das kann gar nicht sein, weil die betroffenen Arbeitnehmer das ja nicht glauben. Also das sicherste Zeichen, dass durch TTIP und CETA keine Arbeitsplätze in Deutschland entstehen, ist die Tatsache, dass selbst die IG Metall dagegen ist. Ich will jetzt der IG Metall nicht zu nahe treten und ich finde es auch völlig okay, dass man als erstes mal seine eigenen Arbeitsplätze im Blick hat. Aber die Tatsache, dass sogar die IG Metall nicht für TTIP ist, zeigt oder sieht, da zeigt einfach, dass in der Automobilindustrie, denn da werden die Arbeitnehmer ja in der IG Metall wesentlich organisiert, offenbar niemand der Meinung ist, dass das wesentlich viele Jobs bringt. Und dann kann man nur sagen, das sehen die IG Metaller genau richtig, weil, anders als das vielleicht oft dargestellt wird, Handel alleine schafft noch überhaupt kein Wachstum, sondern es wird ja nur der Lieferant ausgetauscht. Ne? Das heißt, bevor Herr Felbermayr jetzt gleich vor Wut vom Sessel springt, natürlich gibt es die Möglichkeit von Wachstum durch Effizienzgewinne. Jetzt muss man aber sagen, die Effizienzgewinne sind im Handel schon sehr stark ausgereizt, was ja auch Herr Felbermayr indirekt zugibt, sodass eben, wie gesagt, Arbeitsplätze nicht stark zu erwarten sind. Dann zweiter Punkt, ich glaube, dass es zwischen hier zum Thema regulatorische Kooperation relativ viele Missverständnisse gab. Wenn ich da Schwierigkeiten habe mit diesem Konstrukt, dann nicht, weil ich sagen würde, was Herr Gottschlich mir immer unterstellt hat, dass dadurch die Standards gesenkt werden. Wie gesagt, man wird sich bei TTIP und auch CETA auf Standards einigen, auf die man sich so gemeinsam einigen kann, sondern das Problem ist, und das muss einem ganz klar sein, mit TTIP und CETA verhandelt man nicht nur die Gegenwart, sondern legt die Zukunft fest. Und das ist ja genau der Plan. Und zwar tut man das eben über eigentlich drei Instrumente. Erstens, man kann es praktisch diesen Vertrag nicht mehr revidieren. Zweitens, regulatorische Kooperation. Alles, was man künftig regeln will, und wir wissen nicht, was da alles noch passieren wird, wo wir denken, man könnte es regeln, muss dann eben oder freiwillig in Anführungsstrichen wird dann durch diese regulatorischen Gremien gehen. Und drittens eben gibt es auch noch den Investoren, die Investorenschutzklagerechte, wo eben auch nicht ganz klar ist, was jetzt eigentlich eine indirekte Enteignung ist. So, das heißt, das Problem ist die Zukunft, nicht der Vertrag, der dann die Gegenwart abdeckt. Und Herr, wo ich glaube auch, dass Herr Gottschlich das nicht ganz richtig dargestellt hat, er hat immer so getan, als ginge es bei der regulatorischen Kooperation nur um TÜV-Fragen, so nach dem Motto, und welche Prüfverfahren muss denn jetzt ein Medikament durchlaufen. Das ist aber nicht die Idee, sondern die Idee ist ja, sämtliche nicht-tarifären Handelshemmnisse abzubauen. Und nicht-tarifäre Handelshemmnisse erstrecken sich nicht nur auf TÜV-Vorschriften. Nee. Denn dann wäre es ja sehr praktisch. Dann hätte ja Frau Dörblank-Mehlin recht, dann können wir doch da klassische Handelsverträge abschließen, Ende der Durchsage. Nein, sondern es ist alles tendenziell ein nicht-tarifäres Handelshemmnis. Also dieser Begriff ist ungefähr so schwammig wie die indirekte Enteignung. Ja, vom System her schon, Herr Gottschlich, da hat ja. Sie recht. So. Freut mich ja, dass... So, jetzt müssen wir... Jetzt als drittes... Wo Herr Gottschlich recht hat, das finde ich, muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, es handelt sich um sozusagen eine angeblich freiwillige Kooperation dann und die regulatorische Kooperation hat keinen Gesetzescharakter. Aber wie gesagt, das wieder kombiniert mit einer EU-Handelskommission, die nur aus Marktliberalen besteht, wird dann dazu führen, dass das auch immer durch diese Gremien geht. Und ganz wichtig, das hat Herr Gottschlich auch nicht so richtig erwähnt, das ist eben, sind eben nicht nur staatliche Stellen, die da dann kooperieren, sondern da ist die Beteiligung der Unternehmen vorgesehen. So, Frau Herrmann, jetzt und ganz kurz dazwischen möchte ich Herrn Gottschlich die Gelegenheit geben, zu dem Punkt Fahrt. Der nicht-tarifären Handelshemmnisse ganz kurz ein Satz. Nicht alles, was den Handel erschwert, ist ein nicht-tarifäres Handelshemmnis, was wir hier abschaffen wollen. Jedes Gesetz erschwert den Handel, erschwert das Geschäft. Wir wollen ja hier nicht alle Gesetze abschaffen, weil das dann am besten ein rechtsfreier Raum wäre für die Unternehmen das Beste. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen sehen, wo können wir Erschwernisse, Diskriminierungen abbauen, wo wir ausländische Unternehmen anders behandeln als inländische Unternehmen, wo können wir Marktzugangshürden abbauen. Das sind alles Fragen, um die es hier geht. Und wir sind uns alle einig und alle,
die an den Verhandlungen beteiligt sind, wissen, dass wir nicht alles werden erreichen können. Diese ganzen Studien, die hier immer zitiert worden sind, die gehen immer davon aus, dass wir irgendwie bei 25% der nicht-tarifären Handelshemmnisse, der 25% aller, was im Rahmen einer regulatorischen Kooperation geregelt werden kann, abbauen können. 75%, da werden wir zu keinem Ergebnis kommen. Also es sind wirklich nur Teilbereiche, die man sucht, wo es eine Verbesserung möglich wäre. Aber wir wissen auch, dass es viele Bereiche gibt, da wird es keinen liberalen Handel geben. Deswegen ist ja auch zum Beispiel die Daseinsvorsorge in CETA, in TTIP, in jedem Freihandelsabkommen ausgeschlossen. Es wird keine Pflicht zur Privatisierung von kommunalen und anderen Daseinsvorsorge geben. Lesen Sie den Vertrag, lesen Sie den Annex zum Dienstleistungskapitel. Im Annex 2 steht die sogenannte Public Utilities Klausel drin, die Daseinsvorsorge absichert. Dieser Annex 2 unterliegt keinem Ratchet oder der Stillhalteklausel. Eine Kommune, die irgendwann einmal ihre Daseinsvorsorge, Wasserversorgung oder Ähnliches privatisiert hat, kann das später wieder ist dieser Annex bei der Kurzversion, die Sie ausgelegt haben, auch dabei? Er wird erwähnt, zusammengefasst, was es mit diesen Annexen auf sich hat. Wenn Sie diesen Vertrag sehen, der Annex 1, den haben Sie da. Ja. Der Annex 1 und der Annex 2 zum Dienstleistungskapitel ist ungefähr so dick von dem gesamten Abkommen. Den gibt es einmal für Kanada und den gibt es einmal für die EU. Und die EU hat im Annex 1 alle Beschränkungen festgehalten, die es bereits gibt und auf die wir nicht verzichten wollen. Und im Annex 2 verschiedene Sektoren definiert, in denen wir Beschränkungen haben und in denen wir uns auch vorbehalten, in Zukunft Beschränkungen, die es noch gar nicht gibt, die diskriminierend sind oder absolute Marktzugangshürden sind, später noch neu schaffen können. Die Daseinsvorsorge inklusive der Wasserversorgung, da gibt es dann eigene Klauseln, das öffentlich finanzierte Bildungswesen, das öffentlich finanzierte Gesundheitswesen, die Sozialversicherung, also sehr viele Bereiche, alles Themen, die uns am Herzen liegen, wo wir sagen, da wissen wir jetzt noch nicht, wie es in Zukunft aussehen wird. Also da haben wir sehr, sehr viel eben nicht liberalisiert und auch sehr viel noch der Regulierung vorbehalten. Da können wir Dinge uns überlegen, die es derzeit noch gar nicht gibt. Und dann wird immer gesagt, Negativliste, das sei das Riesenproblem. Die Negativliste, Positivliste, das ist eine technische Frage. Es ist einfach eine Umwandlung, dass ich halt alles, doch, glauben Sie mir, da haben sehr viele dran gelebt, wenn Sie es nicht. Lesen Sie sich die Liste durch und dann wird auch immer vorgeworfen, dass eben neue Dienstleistungen, weil sie ja nicht bekannt sind, dadurch automatisch später liberalisiert werden. Lesen Sie Annex 9b ist es, glaube ich, zum Vertrag ist eine Seite, da steht neue Dienstleistungen, da gilt alles, was wir zur Liberalisierung gesagt haben, nicht. Die werden überhaupt nicht erfasst. Also wenn es später mal irgendwann eine neue Dienstleistung gibt, die es derzeit noch gar nicht gibt, wo es überhaupt keine Produkt- oder Dienstleistungsklassifizierung gibt, da gibt es keine Liberalisierung automatisch. Also dieser Vorwurf, dass neue Dienstleistungen hier automatisch liberalisiert werden, der ist nicht zutreffend. Jetzt möchte ich hier gerne einen Cut machen und auch auf jeden Fall noch diesen Punkt, denke ich, in der Diskussion nachher aufgreifen. Frau Herrmann, ich habe Sie vorhin schnöde unterbrochen. Wenn CETA kommt und TTIP nicht, TTIP scheitert, was passiert dann? Ja, dann ist ja die berechtigte Sorge, dass eigentlich TTIP auch nicht mehr wirklich gebraucht wird für viele Dinge, weil ja die USA und Kanada sind so verwoben als Wirtschaftsraum, dass alle großen US-Unternehmen haben ja auch große Tochterfirmen in Kanada, sodass zum Beispiel dann der Investoren dieses ganze ESDS-Schiedsgerichtsverfahren könnte dann auch von US-Unternehmen genutzt werden, um über die CETA dann auch gegen Europa zu klagen. Das heißt, wenn man der Meinung ist, dass diese Freihandelsabkommen in ihrer jetzigen Konstruktion schwierig sind, dann sollte man sowohl CETA wie TTIP ablehnen. Mhm. Herr Felbermayr, ist CETA eine Blaupause für TTIP? Ja, würde ich schon so sehen. Also es zeigt auch, was machbar ist und in welcher Weise wir einerseits Bürokratie abbauen können, Handelshemmnisse reduzieren können, ohne dass wir uns irgendwo schlechter stellen. Ich denke, die 1500 Seiten, die Sie auf Deutsch haben, sollten wir dann auch alle lesen. Und was mich jetzt schon etwas stört,
es wird hier auf Artikel, ich weiß nicht, Annex 9 und so weiter hingewiesen und oder 8 oder was auch immer es sind, aber gelesen haben wir, ja, ein paar haben es gelesen, aber wir müssen einfach hier auch letztlich mal dieses ganze Ding hier verdauen, bevor wir uns ein Urteil bilden. Darum bin ich überhaupt nicht der Meinung, dass wir jetzt sagen sollen, stoppt CETA und stoppt TTIP. Wir müssen vorher mal uns die Texte wirklich angucken, sonst bleiben wir im spekulativen Bereich stecken und in irgendwelchen Allgemeinplätzen, die uns nichts bringen. Ich glaube, wir müssen auch für meine Kinder, die noch klein sind, und für meine Studenten, die Arbeitsplätze und sich eine Zukunft wünschen, auch für die uns einfach ein bisschen Zeit nehmen und uns fragen, was ist denn nun das Ding wirklich wert? Momentan ist die Diskussion, finde ich, sehr wenig von den Fakten getrieben, ne? Weil es auf Englisch vorliegt und so weiter. Aber ich kann Ihnen versichern, ich habe das Ding ja zwar vielleicht nicht in jede Fußnote gelesen, aber viele der hier zu bestrittenen und umstrittenen Punkte, die man hier auf Englisch nachlesen kann, wenn sie auf Deutsch vorliegen, werden viele von Ihnen vielleicht sich die Augen reiben und sagen, mein Gott, so schlimm ist das nicht, was hier immer behauptet wurde. Stimmt, na, haben Sie es gelesen? Haben Sie es gelesen? Ja, woher denn? Ja. Also Herr Felbermayr, jetzt fühle ich mich aber ein bisschen, also ich weiß nicht, was das soll. Ich habe das auf Englisch gelesen, ich kann auch Englisch. Ja, dann lassen und Sie uns, ich weiß jetzt nicht, warum dann, Sie... Aber dann, wenn das so ist, dann sollten wir uns sozusagen hinsetzen. Ah, nee, ich glaube, man muss schon ein bisschen anders argumentieren. Schauen Sie, wir wissen, dass globale Freihandelsabkommen wie die WTO arbeiten damit. Das geht langsamer, da haben Sie völlig recht. Und mein Punkt ist, die arbeiten mit einer sogenannten Positivliste. Das heißt, die nehmen einen Bereich und versuchen hier die Interessen sowohl der Industrieländer, der Reichen und der Armen einigermaßen übereinander zu bringen. Das ist der Grund, warum das so langsam vor sich geht. Die Unterstützung von Seiten der EU und auch die Unterstützung der Außenhandelswirtschaftswissenschaftler in dem Sinn, dass das ein Teil einer globalen, gerechteren Weltordnung sein muss, die vermisse ich. Und der zweite Punkt ist die Tatsache, dass diese regionalen Freihandelsabkommen, Herr Gottschlich, die Negativlistenmethode wählen, nämlich prinzipiell alles auf den Tisch und nur das, was einverständlich rausgenommen wird, wird rausgenommen, hat doch einen Grund. Sonst könnten Sie doch die Positivmethode übernehmen. Sie wissen, der dritte Punkt ist, was Sie jetzt zur Digitalisierung, was Sie zu Dienstleistungen gesagt haben. Wir kriegen noch TISA. Das Verhältnis zwischen TISA und CETA, TISA und TTIP ist noch überhaupt nicht klar. Und wir wissen auch überhaupt nicht, welche, sagen wir mal, Formen, weil Sie hier Dienstleistungen bringen, wir in Wirtschaft 4.0 und in Arbeit 4.0 tatsächlich haben werden. Ich halte den methodischen Ansatz für falsch, auch für technisch falsch, um das noch einmal sehr deutlich zu sagen. Im Übrigen bin ich der Auffassung, dass es einige Formulierungen in CETA gibt, die auch in Ihrem Interesse als Vertreter der bayerischen Staatsregierung oder auch einer, sagen wir mal, bayerischen Kommune, die ja sicher auch in Ihren Bereich mit reingehört, neben dem Innenministerium, dass Sie die nochmal sehr sorgfältig angucken und dann darauf drängen sollten, dass sie verbessert werden. Ich meine, das ist doch nicht unbillig. Und der dritte Punkt, das ist jetzt an Sie, war, schauen Sie, wenn Sie heute Freihandelsabkommen ansehen, da gilt diese alte Behauptung, dass die automatisch für mehr Wohlstand sorgen, eher nicht. Sondern die sorgen innerhalb bestimmt in einem Land, sorgen die bei den Eliten mehr für Wohlstand und sie vertiefen sehr viel eher die Spaltung. Ich wünsche mir, dass wir sehr viel mehr... Entschuldigung, aber das ist mir jetzt wirklich sehr ernst. Ich wünsche mir, dass wir sehr viel mehr Unterstützung, gerade auch wissenschaftlicher Forschungsarbeit, in diesen Bereich reinkriegen, wie eigentlich Freihandelsabkommen aussehen sollten, damit Ihre Kinder, meine Enkel und deren Kinder tatsächlich auch in einer Welt leben, die nicht von einer marktkonformen Demokratie beherrscht wird. Also ich kann Ihnen da... Ich kann Ihnen sagen, dass es eine sehr große Forschung dazu gibt. Ich selber, meine Habilitation ist schon ein paar Jahre her, da ging es genau um dieses Thema, wie das Verhältnis zwischen Globalisierung und Arbeitsmarktergebnissen, also Lohn, Ungleichheit, Arbeitslosigkeit, all diese Themen. Und was wir da konsistent finden, nicht nur in den 70er Jahren, sondern auch mit den ganz rezenten Daten,
ist, dass im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die sich so ereignen, technologischer Wandel, Veränderung der Altersstruktur, einfach, dass die Nachfragestruktur sich ändert, weil die Leute andere Dinge wollen, dass diese Veränderung sehr viel mehr, und zwar im Faktor 1 zu 10 oder 1 zu 20, am Arbeitsmarkt Spuren hinterlassen. Also die Globalisierung, die wir heute sehen, das ist sehr schwer empirisch nachzuweisen, dass die erstens die Ungleichheit erhöht, wie das immer behauptet wird, oder Arbeitsplätze vernichtet und nicht welche schafft. Dazu gibt es einfach wenig wissenschaftliche Evidenz. Aber Herr Felbermayr, in Ihren Studien gibt es ja auch Verlierer von CETA und TTIP. Ja, natürlich gibt es ja auch. Ja, es gibt Verlierer. Ja. Also ich bin auch bei Frau Hertha Däubler-Gmelin. Wir haben natürlich auch international durch Abkommen, die zwischen EU und USA abgeschlossen werden, zum Beispiel, nicht nur Gewinner. Wenn die Kommission sagt, das wäre ein Wunderland, das sich da auftut, ja, für die Entwicklungsländer, dann stimmt das nicht. Andererseits stimmt auch nicht, dass das jetzt existenziell wäre für die Entwicklungsländer und dass sie nichts dagegen tun können, nicht? Also, na, das stimmt auch nicht. Schauen Sie, das sind alles indirekte, ja. In Afrika kann man das sehr schön zeigen, dass es genügend Länder gibt in Afrika, mit denen wir nicht durch TTIP oder CETA eine Veränderung unserer Wettbewerbsbedingungen haben werden, weil die einfach Dinge herstellen, die können wir zwischen EU und USA gar nicht handeln, weil wir sie selber nicht produzieren. Also ich sage mal Kakao oder Kaffee oder solche Dinge. Da gibt es keine Konkurrenzverhältnisse, darum werden diese Länder durch TTIP auch nicht geschädigt. Es kann sogar so sein, dass wenn insgesamt das Nachfrageniveau steigt hier, dass dann auch für diese Länder Vorteile da sind. Es heißt aber nicht, dass es nicht auch Verlierer geben kann, die gibt es auch. Ich nehme immer gerne das Beispiel von Kambodscha. Nicht? Also Kambodscha hat einen zollfreien Zugang zum amerikanischen Markt heute und die können heute Lederschuhe zollfrei nach Amerika bringen. Wenn wir TTIP machen oder auch CETA, dann werden auch Hersteller von Schuhen aus Europa und da ist, sagen wir, Italien, Portugal und so weiter, zollfrei in die USA exportieren können. Na, schauen Sie mal nach Rumänien, Bulgarien, nach Italien, Portugal, Griechenland. Das sind alles Sektoren, die darunter leiden, dass sie hohe Zölle noch haben in Märkten wie die USA, nicht nur übrigens dort, und die profitieren könnten und tatsächlich auch Beschäftigung schaffen könnten bei uns. Aber der Preis dafür ist, dass dann natürlich der kambodschanische Anbieter von diesen Schuhen plötzlich sich dem portugiesischen oder rumänischen Wettbewerber gegenüber sieht und Marktanteile verlieren kann. Da kann es Verluste geben. Nicht? Also ich glaube, da muss man einfach differenzieren. Es wird Gewinner und Verlierer geben. In allen Fällen sind es aber indirekte Effekte. Wir machen ja TTIP und CETA nicht gegen die Entwicklungsländer. Das stimmt doch nicht. Ja? Das stimmt nicht. So, jetzt ist... Und was die internen Verteilungsfragen angeht, ja, da können Sie auch gerne, wenn Sie mögen, auf die Homepages von IPO gehen. Wir haben immer auch gesagt, dass es natürlich aus diesem Abkommen im Inland auch Verlierer geben wird. Ja, wir glauben nicht, dass der Mittelstand verliert, darüber kann man streiten. Es wird aber sicherlich Personen geben, die durch stärkeren Wettbewerb amerikanischer Anbieter oder kanadischer Anbieter hier in Bedrängnis geraten. Das ist klar, aber auch da gilt, dass das Verhältnis der Beschäftigungsverhältnisse, die durch solche Dinge in Frage gestellt werden, verschwindend klein ist im Verhältnis zu dem ganz normalen Geschehen auf den Arbeitsmärkten, wo permanent Unternehmen zugrunde gehen aus irgendwelchen Gründen, weil sie technologisch hintenher bleiben oder weil sie nicht mehr das richtige Produkt anbieten. Im Verhältnis dazu sind diese Effekte relativ klein und wir haben ja auch unseren Sozialstaat, um damit umzugehen. Wenn Sie sagen, wir... Ja, Sie lachen, aber... Moment. Der Herr Felbermayr redet jetzt aus und dann dürfen auch gleich Sie zu Wort kommen. Ja, also wir haben Institutionen, die mit Härtefällen in unserer Gesellschaft umgehen und das auch erfolgreich tun. Und da ist, das kann ich Ihnen auch nur sagen, so sind die Daten halt einfach. Sie mögen es nicht glauben, dann kann ich Sie hier wahrscheinlich nicht bekehren. Aber Faktum ist, dass die durch Globalisierungsprozesse ausgelösten Arbeitsmarktfriktionen im Vergleich zu anderen Dingen, zum technologischen Wandel vor allem, extrem klein sind und dass wir mit unseren Institutionen, die wir in Deutschland haben, vor allem mit der Arbeitslosenversicherung, vielen anderen Dingen, gut aufgestellt sind, um mit diesem Wandel umzugehen. Wenn Sie heute sagen, wir wollen den totalen Stillstand, weil wir nicht riskieren können, dass irgendwo jemand auch einmal benachteiligt wird, dann werden wir keinerlei Strukturreformen in Deutschland mehr haben können. Da reden wir nicht über TTIP oder CETA oder sonst was. Dann wird auch vieles, zum Beispiel die Energiewende und andere Dinge, die inhärent immer Verlierer und Gewinner hervorrufen. Was ist denn mit den RWE-Mitarbeitern? Moment, halt, Herr Webermeier, ich muss auf die Uhr schauen.
Ich habe Ihnen versprochen, dass wir genau die Redezeit, die uns zur Verfügung steht, teilen. Und jetzt sind Sie dran. Und es gibt hier außen ein Mikrofon und da würden wir Sie bitten, mit Ihren Fragen sich anzustellen, sich vorzustellen. Und wir werden immer drei Fragen bündeln und bitten Sie immer auch zu sagen, an wen Sie diese Frage richten. Und wir bitten wirklich, dass Sie Fragen stellen. Und weil wenn jeder noch seine Anmerkungen dazu gibt, dann kommen wir um Mitternacht sicherlich nicht raus. So, wir beginnen hier drüben bitte. Ich sehe ganz viel dunkel. Sie müssen sich bitte selber vorstellen. Mein Name ist Greif. Ich bin hier von der Veranstaltung her, von dem Bündnis. Ich möchte mich zum ersten Mal bedanken bei den Befürwortern, dass sie gekommen sind, weil es nicht sehr einfach ist, so etwas zu befürworten. Die gesamte CSU haben wir angefragt. Aus der ersten und zweiten Reihe wollte niemand kommen. Deswegen danke, dass Sie gekommen sind. Trotzdem kann ich, Herr Gottschlich, Ihnen das nicht durchgehen lassen, dass Sie uns in die Irre führen. Es ist nicht so, dass wenn etwas von der Liberalisierung ausgenommen wird, dass das dann von der Liberalisierung auch wirklich ausgenommen wurde. Bei den Gesundheitsdienstberufen zum Beispiel, die sind von der Liberalisierung ausgenommen. Wohin würden Sie jetzt zum Beispiel eine Hebamme stecken? Die gehört zu den normalen Dienstleistungen. Die ist nicht ausgenommen. Und die Hebammen haben es heutzutage in Deutschland schon schwer genug. Aber es wird nicht umfassend gedacht. Es wird nur in einer Richtung gedacht, und zwar weil eben nicht die Zivilbevölkerung an dem Prozess beteiligt wurde. Und das ist das, was uns wirklich aufstößt. Wir können gerne über CETA auch weiterverhandeln, aber dann nehmen Sie uns doch bitte mit ins Boot. Dann verhandeln Sie mit uns und mit der Industrie. Okay, die Frage war die Hebammen. Genau. Moment, Sie müssen sich anstellen, weil sonst können wir das nicht hören. Die Frage war die, nach, warum die Hebammen, die Liberalisierung und die Hebammen warum nicht vorne rum etwas ausgenommen wird. Es klingt gut, dass die Gesundheitsdienstberufe ausgenommen werden oder die Gesundheitsdienstleistungen, aber Hebammen genau werden nicht ausgenommen. Okay, gut. Dann, wir sammeln drei Fragen, haben wir gesagt. Das war die erste. Vielen Dank, Herr Reif. Mein Name ist Dr. Klunk. Ich habe eine dringende Bitte an Herrn Gottschlich und eine Frage an Herrn Gottschlich. Die dringende Bitte ist, bitte reden Sie nicht unkritisch und unbefragt die Sprachregelung des Bundeswirtschaftsministeriums nach. Eine Positivliste sei dasselbe wie eine Negativliste, das sei nur eine technische Frage. Ich höre das bei jeder Frage, die ich an das Bundeswirtschaftsministerium stelle, immer wieder, stelle aber dann fest, dass im Europaparlament die Europäische Volkspartei sich darüber einig ist, dass man in den TTIP-Verhandlungen auf eine Negativliste hinarbeiten soll, weil sie den Regierungen erheblich mehr Freiheiten lässt als eine Positivliste. Ich kann Ihnen die Sendung zuschicken, wenn Sie wollen, aber vielleicht haben Sie sie selbst auch gesehen. Die dringliche Frage ist die, wozu brauchen wir mit Kanada, zwischen EU und Kanada, eine bilaterale regulatorische Kooperation, wenn wir bereits seit 25 Jahren eine internationale Harmonisierungskonferenz für die Zulassung und die Produktion von Medikamenten haben, die von den USA, von der Europäischen Union und von Japan ins Leben gerufen wurde und inzwischen unglaublich erfolgreich ist in der Beseitigung, wie Sie sagen, unnötiger, doppelter Prüfungsverfahren für die Zulassung von Medikamenten. Warum stellen Sie uns hier in geradezu irreführender Weise den Segen der regulatorischen Kooperation in diesem Feld beispielhaft hin, wo dieser Vorgang seit 25 Jahren im Gang ist? Dankeschön. So, die dritte Frage, bitte. Mein Name ist Henning Hinze, ich bin von ATTAC München, vom Arbeitskreis Freihandelsfalle. Mir ist aufgefallen, dass wir über einen wichtigen Aspekt überhaupt noch nicht gesprochen haben. Das heißt, Herr Gottschlich hat gesagt, apodiktisch, es gäbe keine Paralleljustiz.
Ich möchte Ihnen gerne zur Kenntnis geben etwas, was in der deutschen Presse kaum berichtet wird, nämlich die Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zu CETA. Ich zitiere Ihnen zwei kurze Sachen und dann hätte ich gern die Meinung von Herrn Gottschlich dazu. Also, hier ist etwas wenig Licht. Dürfen wir das Mikrofon ins Licht stellen? Klar. Selbstverständlich. Weder, schreibt der Deutsche Richterbund, die größte Organisation deutscher Juristen, 16.000 Richter und Staatsanwälte, weder das vorgesehene Verfahren zur Ernennung der Richter des ICS, also dieses neuen Gerichts kann man es ja gar nicht nennen, sondern es ist ein gerichtähnliches System, noch deren Stellung genügen den internationalen Anforderungen an die Unabhängigkeit von Gerichten. Das ICS erscheint vor diesem Hintergrund nicht als internationales Gericht, sondern vielmehr als ständiges Schiedsgericht. Und das zweite Zitat: Durch das ICS würde nicht nur die Rechtsetzungsbefugnis der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten eingeschränkt, auch das etablierte Gerichtssystem innerhalb der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union würde geändert werden. Für eine solche Änderung durch die Union gibt es nach Ansicht des Deutschen Richterbundes keine Rechtsgrundlage. Meine Damen und Herren, warum wird so etwas in der Presse nicht berichtet? Warum ist das ein Einspalter von 14 Zeilen in der Süddeutschen Zeitung? Das ist ein, wenn die größte Organisation hier Einspruch erhebt und ein rotes Licht anmacht, dann wäre das eigentlich eine Sache, die in der Zeitung auf die Seite 1 gehört oder mindestens als Vierspalter auf die Seite 5 und nicht als Einspalter. Ich muss noch einen zweiten Punkt ansprechen zu einem Thema, das ist noch gar nicht berührt worden. Also, Sie wissen, eine Schlüsselfigur bei den CETA-Verhandlungen ist ein deutscher Sozialdemokrat namens Bernd Lange. Und der hat eine Abhandlung dazu geschrieben und da hat er etwas gesagt, was für uns alle sehr wichtig ist. Und in diesem Fall möchte ich Sie ansprechen, Frau Däubler-Melin, weil Sie ja noch Mitglied der SPD sind. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass Sie ihm da zustimmen werden, aber das sollen Sie selber sagen. Zuletzt wird geprüft, schildert so den Ablauf, welche Teile, ob zum Beispiel das Investitionsschutzkapitel oder Teile davon in die vorläufige Anwendung dieses Vertrages genommen werden können. Sie wissen alle, dass bevor der Deutsche Bundestag sich damit beschäftigen wird, wird der EU-Rat mit größter Wahrscheinlichkeit die vorläufige Anwendung vieler Teile dieses Abkommens beschließen. Und jetzt sagt die Schlüsselfigur, der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, man weiß nicht, welche Teile da einbezogen werden können. Das ist, also dann haben wir ICS, dann haben wir diese Paralleljustiz aus, wie der Deutsche Richterbund auch festgestellt hat, noch nicht mal ist die Vorbedingung, dass Leute Richter sein müssen. Sie müssen nur juristische Kompetenz zeigen. Ja, dann können Sie die Schiedsgerichte, die jetzt bestehen, eins zu eins übernehmen. Eine juristische Kompetenz wird man denen nicht abstreiten können. Aber das, was Frau Däubler-Melin gesagt hat, dass Richter weitersehen und andere Gesichtspunkte einbeziehen, das wird man damit nicht haben. Mich interessiert Ihre Antwort, Danke. Frau Däubler-Melin. Jetzt würde ich gerne mit der ersten Frage beginnen. Also die meisten Fragesteller haben sich auf Herrn Gottschlich bezogen. Vielleicht können sich die anderen auch an die anderen noch Fragen überlegen für die zweite Runde. Herr Gottschlich, da ging es um die Hebammen. Das Gesundheitswesen ist ausgenommen von der Liberalisierung, aber die Hebammen nicht. Die Frage von Herrn Reif. Sie müssen ins Mikro sprechen. Die Dienstleistungen der Hebammen sind ebenfalls abgesichert und ausgenommen. Und zum Thema Positivliste, Negativliste, ich meine, dieser Begriff, der kursiert hier rum. Und man muss auch mal genau sagen, was ist das eigentlich, Positivliste, Negativliste? Ein Positivlistenansatz heißt,
Das macht man oder hat die EU in der Vergangenheit mit Entwicklungs- und Schwellenländern gemacht. Da gingen die Freihandelsabkommen nicht so in die Tiefe und waren so umfassend, wie das jetzt zwischen zwei industrialisierten Ländern ist. Da hat man halt nur ein oder zwei oder drei Bereiche, Dienstleistungskomplexe herausgegriffen, hat diese im Vertrag festgeschrieben und gesagt, hier suchen wir jetzt mal ein paar Bereiche heraus, in denen wollen wir jetzt etwas liberalisieren. Mit Kanada sagt, alle ihre Freihandelsabkommen, insbesondere mit industrialisierten Ländern, werden mit einem Negativlistenansatz abgeschlossen. Und dann hat die EU-Kommission sich darauf eingelassen, was für uns auf Ebene der Mitgliedstaaten, auf Ebene der Kommission und auch der Bundesländer sehr viel Arbeit verursacht hat. Was bedeutet das? Im Abkommen steht halt drin, alle Dienstleistungen sind frei, sind liberalisiert, Ausnahmen in den Annexen, die dort festgelegt sind. Und in diesen Annexen hat man halt diese Liste, die es aus GATS gibt, eine Positivliste, die gibt es seit 1994, umgewandelt in eine Negativliste und hat halt jetzt alles reingeschrieben, was wir für Beschränkungen haben und wo wir uns dann noch in welchen Bereichen auch Regulierungsvorbehalt gewähren. Und diese Public Utilities Klausel, die gab es in der Positivliste genauso wie jetzt in der Negativliste. Und seit 1994 gibt es GATS, das General Agreement on Trade and Services. Seit 1994 leben wir damit. Seit 1994 gibt es keine Probleme für die Kommunen. Und das wird durch CETA und TTIP auch nicht anders, auch wenn es jetzt in einer Negativliste drinsteht. Die Daseinsvorsorge ist abgesichert. Es gibt hier keine Liberalisierung. Und dass die Daseinsvorsorge nicht im Detail definiert ist, das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der von den Gerichten ausgelegt werden muss. Ja. Die Kommunen würden sich ins Knie schießen und haben das auch eingesehen, dass es nicht sein kann, dass wir die Daseinsvorsorge in diesem Abkommen abschließend definieren, so wie es auch in der Bayerischen Gemeindeordnung und in anderen Gesetzen nicht abschließend definiert ist. Wer hätte denn vor 10 Jahren, vor 5 Jahren gedacht, dass die Versorgung mit schnellem Internet eine Daseinsvorsorge sein kann, gerade im ländlichen Bereich, wo es ein Marktversagen gibt, da ist es eine Daseinsvorsorge. Wenn ich das jetzt abschließend definiere, dann wäre plötzlich die Daseinsvorsorge weg. Und deswegen heißt es in der Public Utilities Klausel, dass es in den Bereichen such as, also wie zum Beispiel in, gibt. Und dann muss man das entsprechend auslegen. Da kann auch nicht jede Kommune sagen, das deklariere ich jetzt als Daseinsvorsorge. Das muss natürlich dann entsprechend auch gerichtlich überprüfbar sein, so wie das auch nach unserer Bayerischen Gemeindeordnung ist. Aber ich muss das offen haben für die Zukunft, weil wir leben das ja in die Zukunft. Auch für die Zukunft muss die Daseinsvorsorge abgesichert werden. Da können Sie jetzt den Bogen zur zweiten Frage elegant schlagen. Da ging es nämlich um die Geschichte zwischen EU und Kanada. Und das schon seit diese doppelte Zulassung und seit 25 Jahren gibt es schon Gremien, die das regulieren. Es gibt Gremien, die sich auseinandersetzen, diese Themen besprechen. Die regulatorische Kooperation soll auf diesen internationalen Gremien aufsetzen, soll aber diese Arbeiten dann intensivieren und zwischen Kanada und der EU eben zum Erfolg führen. Und es gibt noch nicht diese gegenseitige Anerkennung dieser Konformitätsprüfungen im Bereich der pharmazeutischen Produkte. Das gibt es noch nicht. Ein Unternehmen muss das im Verhältnis EU und Kanada doppelt zertifizieren lassen. Und das wollen wir mit CETA jetzt abschaffen. Mhm. Damit Sie mal eben einen Schluck trinken können, sich kurz verschnaufen können. Die dritte Frage, Frage 3b, ging an Sie, Frau Dr. Gmeil. Das haben Sie schon gemerkt, ja. Dazu was zu sagen. Das verbieten Sie mir jetzt. Nein, ja? Verbiete ich Ihnen nicht. Gut. Wenn Sie es kurz machen. Ja, das Problem ist ja, ich meine, immer so in diesen Halbsätzen, wenn Herr Gottschlich sagt, man hat bei den Verfahren, zum Beispiel mit Entwicklungsländern, ist man nicht so in die Tiefe gegangen. Herr Gottschlich, genau das ist das Problem bei den nicht-tarifären Handelshemmnissen. Wissen Sie, wir gehen davon aus, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Recht haben, festzulegen, was sie wollen. Und dass sie dafür demokratisch legitimierte Parlamente wählen. Und wenn das national nicht mehr geht, dann wollen wir das gerne europäisch haben. Und wir wollen nicht, dass Behördenvertreter, Experten, Bürokraten und Wirtschaftsmenschen uns vorschreiben, was wir wollen. Das sind Dinge, die wollen wir nicht. Und das, nein, jetzt bin ich dran. Ich habe mir das jetzt ganz, ganz geduldig angehört und Sie können sich vorstellen, es ist mir schwer gefallen.
Mir Punkt, fällt es genauso schwer. Ja, das sehe ich im Gesicht an, aber das geschieht Ihnen recht. Aber ich werde da noch gleich drauf antworten. Ja, ja. Mir geht es darum, dass diese Grundphilosophie einer marktkonformen Demokratie, die bedeutet, wir lassen die Fassade und definieren das, was dann hinterher die Parlamente zu fressen haben, dass wir das nicht wollen, auch europäisch, auf europäischer Ebene nicht. So, und jetzt... Worum geht es genau? Ich habe noch nicht genau verstanden. Genau die regulatorischen Kooperationen. Es geht um die Frage der Negativ- und Positivliste. Das hat nichts mit der regulatorischen Kooperation Ach, zu jetzt tun. Jetzt hören Sie doch auf, ich kann doch auch lesen. Jetzt glauben Sie mir doch, ich habe mich mit der Sache mindestens genauso lang beschäftigt wie Sie. Ich meine, Frauen sind natürlich dümmer, aber jetzt reicht's. Gell? So. Und jetzt schade, dass Sie nicht nebeneinander Bernd Lange. Sitzen eigentlich. Bernd Lange ist übrigens ein außerordentlich anständiger Mensch. Lassen Sie mich das einfach einmal sagen. Der hat übrigens die roten Linien, die eingehalten werden müssen, sehr genau und sehr sauber definiert. Die Frage ist bloß, ob er sich durchsetzen kann. Mein Problem an der Geschichte ist, jetzt einmal bei der Vorab-Anwendung, also der vorläufigen Anwendung, dass der Lissabonner Vertrag, also jetzt der Anwendungsvertrag, diese vorläufige Anwendung leider vorsieht. Und zwar nicht bestimmt, wann genau. Das heißt, vor oder nach Zustimmung des Europäischen Parlaments. Das Europäische Parlament, und das werden Sie in der Stellungnahme von Bernd Lange auch sehen, hat gesagt, Sie hätten eine Vereinbarung getroffen, dass also eine Vorab- und eine vorläufige Anwendung erstens nur in den Bereichen erfolge, wo die reine EU-Kompetenz zweifelsfrei feststünde. Und zum Zweiten, erst nachdem das Europäische Parlament entweder zugestimmt habe oder nicht. Mhm. Ob diese Vereinbarung Bestand hat, weiß ich nicht. Dass Bernd Lange das will, das wollte ich hier nur noch hinzusetzen. Mhm. Okay. Es ist die übliche Praxis in der EU, auch schon in anderen Freihandelsabkommen gewesen, die auch nur nach Zustimmung des Europäischen Parlaments dann für vorläufig anwendbar erklärt worden ist. Das steht nicht in den EU-Verträgen, es ist aber eine generelle Praxis, dass der Ministerrat, der EU-Rat sagt, wir machen da einen Beschluss, aber der wird erst wirksam, wenn das Parlament zugestimmt hat. Und die vorläufige Anwendung kann sich natürlich nur auf die EU-Teile beziehen, weil in einem gemischten Abkommen... Ich weiß das. Es wäre mir aber trotzdem lieber, wir hätten eine Garantie, dass es so läuft. Und Sie können sicher sein, Herr Gottschlich, dass eine ganze Reihe von Europarechtlern sich genau mit dieser Frage sehr sorgfältig befassen und auch sehr sorgfältig gucken, was Sache ist. Mhm. Einfach auch aus folgendem Grund. Es ist Ihnen ganz zweifellos bekannt, dass in dem EU-Singapur-Abkommen, wo zum Beispiel die ganze Schiedsgerichtsbarkeit raus hätte können, die Singapuris brauchten das alles überhaupt nicht, und da war die EU diejenige, die es drin haben wollte, aus Prinzip. Gell? Da wurden Fragen dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt, die noch nicht beantwortet sind, was eigentlich im Singapur-Abkommen in den einzelnen Teilen als sogenanntes gemischtes, also EU-nationales Abkommen gilt und was nicht. Das heißt, diese Frage ist leider auch noch offen. Und ich meine, ich wollte jetzt nur noch sagen, ohne dass es jetzt so sehr drohend ist, selbstverständlich gibt es eine große Zahl von Leuten, die sehr genau lesen, was da ist. Und die sehr genau prüfen und sehr genau gucken, wo man wann was dagegen machen kann. Wir halten aber fest, dass Sie bei der vorläufigen Anwendbarkeit bei dem Prozedere eigentlich einer Meinung sind. Sie sagen, das soll so gemacht ich will werden sie und, nicht. Und Sie sind Nein, Sie wollen sie nicht, das ist nein, schon klar. Ich will Ihnen auch sagen, nein, damit er dann gleich nochmal widersprechen kann. Nein, nein. Ich halte sie auch nicht für nicht akzeptabel, gemeint. Übrigens ja. aus, nicht nur ja. wegen der entsprechenden, jetzt sagen wir mal, rein EU-Geschichten, ja. sondern weil man natürlich CETA, so wie es heute hier da liegt, als einen Gesamtvertrag anschauen muss, den man nicht, um jetzt die Geschichte zum Laufen zu bringen, willkürlich auseinandernehmen kann. Das wird einer der Gründe sein, die angegriffen werden, wenn sowas passiert. Aber die Vorteile sind halt, ob das nun der verbesserte Marktzugang ist oder der Abbau der Zölle, die Zollerleichterung, der Marktzugang bei den öffentlichen Ausschreibungen, das sind alles Themen, die in der EU-Zuständigkeit definitiv sind. Wenn wir das vorläufig anwendbar erklären können und diese Vorteile für die Wirtschaft schnell kommen, ist das doch in unserem Sinn. Aber ich muss noch ganz schnell... Jetzt kommt erst mal eine Frage dazu, eine inhaltliche Frage. Diese EU-Kompetenz
Grenzen, die eventuell vorläufig angewendet werden könnten, sind die der Hauptteil? Weil wir sind ja hier nicht alles Fachleute. Machen die den Hauptteil von CETA aus oder nur einen ganz kleinen? Wie ist das denn prozentual ungefähr? Nach Ansicht der, der Mitgliedstaaten und nach auch einem Gutachten von Professor Mayer sind einige Teile auf jeden Fall definitiv in der Zuständigkeit der EU-Mitgliedstaaten. Und das ist insbesondere das von allen sehr gefürchtete Investitionsschutzkapitel, was auf keinen Fall für vorläufig anwendbar erklärt werden wird, weil da Themen drin sind, die nicht von der Handelspolitik umfasst werden. Dann sind es noch Bereiche bei manchen der Dienstleistungen, aber auf jeden Fall der Investitionsschutz und das, Schiedsverfahren, die werden nicht für vorläufig anwendbar erklärt werden können. Und darauf muss auch der Beschluss des Rates dann entsprechend hinweisen, wenn die Kommission da anderer Meinung ist. Aber letztendlich entscheidet der Rat, was für vorläufig anwendbar erklärt werden soll. Der kann sagen, was wir für vorläufig anwendbar erklären wollen. Zustimmung des Europäischen Parlaments. Und dann kann das für vorläufig anwendbar erklärt werden. Okay, wir haben die Frage 3a noch nicht beantwortet. Da ging es nämlich um die Schiedsgerichte und das Statement des Deutschen Richterbundes. Da waren dass die Schiedsrichter nicht unabhängig sind. Oder ich habe nicht ganz verstanden, was jetzt, weil der Richterbund hat viele, viele Argumente genannt. Also eins zum Beispiel, was Sie genannt hatten, dass die EU keine zusätzlichen internationalen Gerichte einrichten darf. Das war eines der Argumente, die Sie angeführt hatten. Ich bleibe nochmal bei dem Hauptvorwurf, der heißt, dass es nicht den internationalen Standards an ein internationales Gericht entspricht, nicht genügt. Wenn das nicht der Fall ist, dann erübrigt sich doch fast jede weitere Diskussion. Was meinen Sie denn, dass es, also ich Sie habe die verschiedenen... Gell? Okay, gut. Ich habe die verschiedenen Argumente, die in dem Papier sind, zusammengefasst und versucht auch zu bewerten. Aber dass der Richterbund dann sagt, dass diese Standards an ein internationales Gericht nicht vorhanden sind, das hat er so pauschal nicht gesagt, sondern er hat verschiedene Dinge angeführt. Er hat unter anderem gesagt, dass die Richter nicht unabhängig seien, weil sie nur 2.000 Euro verdienen. Er hat gesagt, dass die EU keine zusätzlichen internationalen Gerichte einrichten kann. Das Investitionsgericht werde EU-Recht auslegen und dadurch in Konflikt mit dem EuGH und nationalen Gerichten geraten. Dass private Anwälte zu Schiedsrichtern ernannt wird kritisiert und dass die Qualifikation der Richter nicht ausreicht. Die Richter bräuchten vertiefte Kenntnisse im nationalen Recht und EU-Recht. Es geben nicht genügend qualifizierte Personen und die Bezahlung der Richter reiche nicht aus, um die Unabhängigkeit sicherzustellen. Das sind die Argumente und auf alle kann ich eingehen, wenn das gewünscht wird. Das schaffen wir nicht. Also summa summarum, aus unserer Sicht sind die Argumente des Richterbundes nicht nachvollziehbar oder sagen wir nicht so, nicht schlüssig, nicht richtig, nicht begründet. Es wird zum Beispiel gesagt, dass die EU, nehmen wir nur mal ein Beispiel, es wird zum Beispiel gesagt, dass die EU keine zusätzlichen internationalen Gerichte einrichten darf mit dem Verweis auf eine Entscheidung zum einheitlichen Patentgericht. Da gab es Probleme, ja, aber der EuGH hat hier nur Bedingungen aufgestellt, unter denen die EU zusätzliche internationale Gerichte errichten darf. Durch Völkerrecht geschaffene Gerichte, der Gegenstand die Auslegung des völkerrechtlichen Vertrages ist, hat der EuGH ausdrücklich zugelassen. Und das Investitionsgericht legt gerade nicht EU-Recht aus, sondern hält sich an den völkerrechtlichen Vertrag. Wenn es auf eine Frage des nationalen oder EU-Rechts ankommt, muss das Investitionsgericht das jeweilige nationale oder EU-Recht wie eine Tatsache ermitteln und so anwenden, wie es der EuGH bzw. die höchsten nationalen Gerichte vorgeben. Dies nur als paar Argumente. Wir haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt und auch Richter können mal irren.
Und wir müssen da diskutieren. Wir müssen da diskutieren. Aber wir haben uns inhaltlich mit den Argumenten auseinandergesetzt. Und vieles kann man auch widerlegen. Aber das mit den 2.000 Euro im Monat, das ist das fix. Ist ja nur, das ist ja nur eine, das ist ja, diese 2.000 Euro sind ja nicht das Gehalt, was Sie haben, sondern das ist eine Vorhaltegebühr. Dieser Gerichtshof ist ja nicht eingerichtet wie ein staatliches. Es ist ja kein Gerichtshof in dem Sinne, dass die morgens um 9 dahin gehen und abends um 5 nach Hause gehen. Dann würde ich mich sofort auf diesen Job bewerben, weil es so viele Investitionsschutzverfahren gar nicht geben wird. Sondern die haben ihren normalen Job, sie werden ausgewählt, es müssen hochqualifizierte Juristen sein, die dann auch entsprechend andere Berufe haben. Und für den Fall, dass sie dann als Schiedsrichter ausgewählt werden, müssen sie sich beurlauben lassen und bekommen für die Zeit, wo sie hier tätig sind, ein Tagegeld. Und das ist höher als diese 2.000 Euro im Monat als Vorhaltegebühr, wo sie sich bereithalten, dass sie dann mal eingesetzt werden können. Und der Richterbund stellt halt nur auf diese 2.000 Euro ab. Das ist natürlich, wenn man dann sagt, das ist das einzige Einkommen, dann könnte man vielleicht sagen, dass da muss er dazu verdienen. Ja. Okay, Fragerunde, zweite Teil. Sie haben sich schon angestellt. Ja, grüß Gott. Bitte wieder. Guten Abend. Mein Name ist Hans Wagner. Ich bin gegenüber dem Taxis Biergarten in München geboren worden. Darf ich auch zwei Fragen stellen? Oder Sie wollen jetzt auf die Hebamme raus? Nein. Ja, ob die noch lebt, das ist die Frage. Müsste man recherchieren. Also, meine erste Frage richtet sich an Herrn Gottschlich. Herr Gottsch, ja, ich habe auch eine Frage an Frau Däubler-Gmelin. Aber die erste Frage bezieht sich auch auf Ausführungen von Ihnen vorhin. Sind Abgaswerte im übergeordneten Interesse, weil dieses Stichwort gebrauchten Sie vorhin, und würde eine Erhöhung dieser Abgaswerte eine Enteignung der Automobilindustrie oder Autofabriken bedeuten? Das können wir ganz schnell beantworten. Nein, es ist keine indirekte Enteignung, eine Abgaswerte, die, wenn sie verschärft werden, dann sind das halt unsere nationalen Vorschriften, mit denen wir hier unsere Schutzniveaus festlegen. Da haben wir unser staatliches Recht zur Regulierung, die können wir anheben. Es sei denn, wir sagen, die Autos dürfen plötzlich gar keine Emissionen mehr haben und damit würde man im Prinzip alles Herr Gottschlich, ich habe versprochen zu sammeln. Wenn man sie verdoppelt zum Beispiel oder verdreifacht, dann würde die Autoindustrie, würden die Autobauer, die hier investiert haben, die würden bestimmt protestieren und sagen, das geht an die Substanz, das ist eine Enteignung, so sehe ich das. Je nachdem, wenn sie nur um wenige Prozente erhöhen, dann ist das wieder was anderes. Gut, aber Sie jetzt haben eine, jetzt die jetzt eine wenn Sie mir das gestatten, es ist mehr eine rhetorische, ich weiß natürlich. Die muss aber so kurz sein. Oh, ganz kurz, das ist natürlich schon schwierig, weil ich wollte jetzt ansprechen, Herrn Gottschlich und die Frau Hertha Gmelin, Döbler-Gmelin, entschuldigen Sie. Also, ich kenne meinen Namen. Das ist eine ganz grundsätzliche Sache, ob mit oder ohne Schiedsgerichten, was TTIP angeht. Gabriel und Bundeskanzlerin Merkel wollen angeblich gegen Flüchtlingsursachen vorgehen. Ist es da nicht kontraproduktiv, ein Freihandelsabkommen abzuschließen, die zum Vorteil der Mitglieder dieses Abkommens sind, aber sich häufig zum großen Nachteil der armen Länder die Wettbewerbschancen für diese armen Länder noch weiter verschlechtern? Und dann eine allerletzte kurze Frage. Eine allerletzte kurze Frage bitte noch. Ich habe in Mexiko gelebt und ich war häufig in Mexiko aus beruflichen Gründen. Und es gibt ja schon seit langen Jahren das Freihandelsabkommen zwischen Kanada, Mexiko und USA, die EFTA. Und, NAFTA. NAFTA, Entschuldigung. Vor einigen Jahren, nachdem 8 von 10 Mexikanern übergewichtig sind, entschloss sich Mexikos Regierung zu einem Gesetz, das die Beimengung von Maiszucker
der besonders schnell dick macht, verbat. Daraufhin wurde Mexikos Regierung verklagt von einem US-Konzern und Mexiko verlor diesen Prozess und musste $70 Millionen bezahlen an Schadenersatz an dieses Unternehmen und darüber hinaus das Gesetz zurücknehmen. Also ich finde, das ist haarsträubend und ist doch ein gutes Beispiel dafür, was uns auch blühen könnte. Also ich hätte ja noch eine andere kurze Sache. Jetzt würde Sache. Ich gerne dann zur nächsten Frage kommen. Herr Wagner, ja. Dankeschön. Nein? Alles klar. Ja, aber vielleicht noch zur Ergänzung der Frage. Zur Ergänzung der Frage. Das muss jetzt eine richtige Frage sein, genau, Herr Wagner. Nein, nur eine Ergänzung, ist keine weitere Frage. Ich frage mich, wenn solche Abkommen zum Vorteil aller wären, auf der ganzen Welt, auch der afrikanischen Länder, die heute schon leiden unter den EU-subventionierten Hühnern, die dort billiger verkauft werden, als die Bauern Hühner aufziehen können. Also, dann, ich frage mich, Herr Gottschlich, auch die Frau Herr Säubler-Gemelin, bitteschön, ich frage Sie, warum, wenn das zum Vorteil aller Länder auf der ganzen Welt ist, warum lädt man nicht alle armen Länder ein, sich auch im TTIP mit uns an den Tisch zu setzen und alle Nein. zusammen weltweit einen Vertrag Nein, abzuschließen? Das habe ich alles aufgeschrieben. Nein. Danke. Zweite Frage, danke Herr Wagner. Die zweite Frage und bitte auch sagen an wen. Ja, mein Name ist Hans Fritz. Ich bin auch in München geboren und jahrzehntelang politisch interessiert. Ich war bei der Veranstaltung Ende der 90er Jahre hier im Gasteig, als es um das Schicksal von MAI gegangen ist. Da hatten Sie ja, Herr Gottschlich, gesagt, da haben dann einige nicht mehr mitgemacht. Soweit ich mich erinnere, wurde das damals, wie man neudeutsch sagt, geleakt. Und durch den dadurch entstandenen massiven Protest der Bevölkerung, wo die ganzen Sachen, die jetzt mit den CETA, TISA und TTIP wiedergekommen sind, dass die jetzt wieder neu hochgekocht werden. Das finde ich dann auch nochmal das Spannende, wie unsere politische Öffentlichkeit und Medien funktioniert, dass dieser geschichtliche Bezug und die damals schon versuchte Interessendurchsetzung von neoliberalen Interessen, wie die an der Öffentlichkeit vorbei von der Politik versucht worden ist, zu schaukeln. Jetzt gibt es die Wiederholung. Darauf kommt meine Frage. Also sprich, erste geschichtliche Erfahrung. Zweitens, wir haben ja alle Erfahrung als von EU-Verträgen betroffene Bürger. Das muss ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Der Vorredner vor mir hat ja einen wunderbaren Hinweis gegeben, mit welch wunderbaren, ich würde sagen, perversen Komplizenschaft die Industrie, die Politik der Autoindustrie die Bälle vorgelegt hat, wo wir jetzt zum Beispiel lernen, es gibt den Begriff des Thermofensters, aufgrund dessen die Industrie dann auslegen kann, wie sie die Luft verpestet. Also mit den Erfahrungen, die wir als Bürger machen, ergibt sich eine andere Frage als jetzt an die ganze Runde und eigentlich auch an diese Runde, nämlich die Frage, wie wir als Bürger und als Zivilgesellschaft überhaupt eine Chance haben, gegen dieses wieder sehr deutliche Bündnis aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und großen Teilen der Medien, die alle sich einig sind, ja, wir nehmen eure Sorgen und Ängste ernst. Mittlerweile würde ich sagen, es ist mit Zorn und Ärger zu rechnen, mit der Art und Weise, wie Interessenvertreter, und das ist jetzt kein Schimpfwort, sondern das ist ja ganz normal, dass Vertreter von Politik und Wirtschaft uns beruhigen wollen und gleichzeitig, wie es ja heute Abend passiert, jede Menge Fragen einerseits offen bleiben und gleichzeitig so eine Art Zugleisterung vom Gehirn aber passiert. Aber Herr Fritz, was ist jetzt Ihre Frage? Die Frage, ich wollte das auf diese Ebene heben, weil das ja quasi wieder ein Beispiel dafür ist, welche Chance, gerne als Frage formuliert, Sie sehen über diese einzelnen Diskussionspunkte hinaus den Interessen für die Zukunft, wie Sie es, Frau Herrmann, formuliert haben, oder für den Schutz unserer Verfassung, wie Sie es, Frau Däubler-Gnemien, formuliert haben, welche Chancen es dafür überhaupt gibt. An wen richten Sie die Frage? Das geht nicht. Dann würde ich sagen, das geben wir der Frau Herrmann dann mal. Gut, dann beginnen wir bei 1a haben wir schon. Herr Gottschlich hat sich vorgedrängelt. Dann haben wir die, jetzt brauche ich die Brille. Achso, die Dame, Entschuldigung bitte. Deswegen steht hier auch noch, Entschuldigung. Ja, also die Frage Würden Sie sich vorstellen, bitte? Oh, danke. Jolanda Putz, ich bin sehr oft auf Sozialforen, Weltsozialforen und europäischen Sozialforen gewesen.
Und ich kann mir ungefähr ein Bild machen von dem, was die Auswirkungen sind. Und meine Frage ist erstens, Sie haben gesagt, Privatisierungen können zurückgenommen werden. Gleich oder in 10 Jahren. Nehmen wir Beispiel Berlin und Florenz, Wasserprivatisierung. Haben Sie eigentlich ausgerechnet, wenn diese Privatisierungen rückgängig gemacht werden, welche Kosten auf die Gemeinden kommt, auf die Städte? Die sind ziemlich hoch. Ich glaube, Florenz hat es probiert. Das Zweite ist, es ist NAFTA schon angesprochen worden, die Auswirkungen, die Verlierer, sind Sie sich darüber im Klaren, dass die Verlierer die große Masse der Bevölkerung ist? Und zwar nicht nur unsere, auch unsere, der europäischen Länder, die schwach sind. Auch wenn einige osteuropäische Länder vielleicht dafür schwärmen. Schauen Sie Griechenland an, schauen Sie Italien an, schauen Sie Spanien an. Die profitieren nicht davon, denn die EU hat bereits durch ihre Reglementierung die Wirtschaft, kleinräumige Wirtschaft, kaputt gemacht. Die haben keine mehr. Das sind meine Fragen. Frau Putz, wer soll die Frage beantworten? Einer der beiden Herren oder beide? Dann nehmen wir den Herrn Felbermayr. Der Herr Gottschlich, der hat schon viel geredet heute. So, jetzt, das war die Frage an Frau Däubler-Gmelin, glaube ich, von Herrn Wagner, 1b sozusagen. Gabriel und Merkel sagen, sie wollen die Fluchtursachen bekämpfen und dann so ein Freihandelsabkommen zu machen, ist eigentlich kontraproduktiv. Frau Däubler-Gmelin. Also die Auswirkungen des Freihandels oder der Freihandelsabkommen müsste man natürlich noch sehr viel tiefer diskutieren. Das wird Ihnen auch völlig vor Augen sein. Das heißt, ich kann hier nur sehr holzschnittartig argumentieren. Das Problem ist, dass man globale derartige Verhandlungen, auch wenn sie langwierig sind, auch wenn sie einzelne Bereiche rausnehmen, Positivliste, die haben den enormen Vorzug, dass sie die armen und die reichen Länder sehr viel stärker berücksichtigen, weil deren Interessen einfach auf den Tisch kommen und dann klar ist und offen wird, dass sie ausgeglichen werden müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann passiert halt nichts. Der zweite Punkt ist halt, wir haben heute anders als früher, zu Zeiten von Ricardo, haben wir eine internationale, eine globale Wertschöpfungskette. Das wird uns sicher der Herr Felbermayr sehr genau noch erläutern können. Das heißt, wir können heute nicht mehr sagen, wenn wir jetzt ein Abkommen mit CETA oder mit den Amerikanern machen, wie das im Einzelnen die internationalen Wertschöpfungsketten tatsächlich berührt. Das kann übrigens den Kakao in Afrika im Zug der Pralinenverarbeitung und der Schokolade sehr wohl betreffen. Das kommt nun sehr darauf an, wo die jeweilige wertsteigernde Verarbeitung stattfindet. Das ist genau das, was ich meinte, dass wir hier sehr viel mehr wissen müssen, um hier die negativen Effekte, die ich sicher etwas anders einschätze als Sie, hier noch einmal deutlicher zu sehen. Ich bin relativ viel in Afrika und das, was ich dort höre an Bedenken, ist sehr gravierend. Der dritte Punkt, den ich also hier in dem Zusammenhang noch sagen wollte, war, das Problem ist, dass bei den regionalen Abkommen natürlich die globale politische Taktik im Vordergrund steht. Hier wird ja nicht nur der Ausgleich jetzt zwischen Industrieländern und armen Ländern ausgeblendet, sondern es wird auch ausgeblendet China, was ich im Übrigen nicht für sehr intelligent halte, weil eine globale Wirtschaftsordnung und auch eine globale Weltordnung ohne ein Land wie China wird einfach auf Dauer nicht funktionieren können. Das Problem ist, dass die mittlerweile, gell, also TPP und TTIP und CETA und die anderen regionalen Abkommen, alle versuchen, China auszugrenzen. Wir sehen heute an der Gründung von einigen internationalen Banken oder Wirtschaftsorganisationen,
dass dieses wahrscheinlich nicht mal gehen wird und dass man die Chinesen irgendwann einbeziehen muss. Warum man das nicht gleich macht, hat natürlich, das werden Sie mir jetzt gleich sagen, damit was zu tun, weil man eine Containment-Politik betreiben wollte. Aber ist das im europäischen Interesse? Ich sehe das nicht so. Das heißt, hier geht es nicht nur um die Fluchtursachen, es geht natürlich auch um Afrika, sondern es geht einfach darum, wie man sich denn eigentlich eine lebenswerte, eine nachhaltige globale Ordnung vorstellt und wie man sowas organisiert. Und da hätte ich sehr viel lieber richtig starke Unterstützung in Leuten wie Ihnen, Herr Gottschlich, dass wir in diese Richtung gehen. Jetzt würde ich trotzdem gerne dem Herrn Felbermayr Gelegenheit geben, auch Stellung zu nehmen. Wir haben jetzt die Frage China, das leitet die Frau Däubler-Gmelin zu Ihnen über. Das ist ja ein Thema, über das Sie auch reden wollten. Wir haben noch aus dem Publikum offen die Frage nach den Handelsabkommen von damals, Ende der 90er. MAI. MAI, verschwunden und in anderer Form, sagt Herr Fritz, ist wieder da. Und ja, fangen wir mal damit an. Ja, also zum Thema MAI. Das ist gescheitert vor. Ja, genau, das müssen wir erklären. Vielen Dank. Also, wir haben ja einen bedauernswerten Zustand heute, dass wir sehr viel bilateral machen, also ein Land mit dem anderen. Wir haben mehr, wie viel haben wir denn? Institutionsschutzverträge? Ein paar Tausend. Ja? Ein paar Tausend existieren. Deutschland allein hat 130. Das ist kein besonders guter Zustand. Es wäre sehr viel besser, wenn wir ein einziges Abkommen hätten. Wir haben eine Welthandelsorganisation. Wir sollten auch eine Organisation haben, die sich um Investitionsstreitigkeiten kümmert. Das wäre viel besser. Und dann würden wir kein Treaty-Shopping mehr haben, was manchmal kritisiert wird, dass man sich aussuchen kann, mit welchem Vertrag man gestern vor ein Gericht geht und so weiter. Und dass das damals gekippt wurde, schon lange her, das ist vor meiner Zeit gewesen sozusagen, aber das Argument für ein multilaterales Abkommen, das sehe ich immer noch. Und ich glaube schon, dass wir mit manchen Elementen, die heute von der Kommission kommen, nämlich wegzugehen von den alten Schiedsgerichtsverfahren zu etwas Neuem, wenn das auch noch immer nicht perfekt ist, dass wir da schon auf dem richtigen Weg sind. Und wenn Sie sich angucken, wie andere umgehen mit diesem Thema, dann sehen wir diese Reformbestrebungen noch nicht, die aus Europa kommen. Und vielleicht schaffen wir es, mit dem Umsetzen dieser neuen Regelungen doch dem Ganzen einen Spin zu geben oder in die Zukunft hinein eine Verbesserung zu bringen, die sich auch vielleicht durchsetzen kann. Das Ganze muss man, denke ich, als dynamischen Prozess sehen. Und das, bitte, Multilateral Agreement on Investment, also multilaterales Investitionsabkommen. Aber multilateral heißt, dass viele Länder eigentlich alle damit beteiligt sind. Das war die OECD und gescheitert ist es an Frankreich. Ja, ja, das war, ja, aber die Idee an sich, die gefällt uns doch, die gefällt auch Ihnen, oder? Wenn wir das mir kommt es darauf an, ob es ein neoliberales Abkommen ist, das die demokratisch legitimierte, natürlich Regulierung verdrängt und eine Privatisierung tendenziell fördert. Das sind Bedenken, die ich habe, weil ich mir nicht vorstellen kann, Herr Felbermayr, dass Sie eine globale Weltordnung kriegen, die dann funktionieren kann. Also die Frage ist natürlich, was Sie verstehen unter einer globalen Weltordnung, die funktionieren kann. Nicht? Also wir haben mit allen Unterschieden, die es gibt zwischen Reich und Arm und innerhalb Deutschlands und innerhalb der einzelnen Länder, haben wir heute doch ein Niveau auch an Wohlstand und an Teilnahme, das wir noch nie hatten. Nicht? Also ich glaube, wir müssen auch eingestehen, dass dieses marktwirtschaftliche System nicht des Teufels ist, wie hier so manchmal durchklingt, sondern dass wir mit diesem System. Ja, aber das kommt natürlich darauf an, ob Sie hier global leben oder in Subic Bay, gell? Oder so, in Bangladesch. Ja. Ich würde jetzt gerne noch, Frau Däubler-Gmelin hat die Steilvorlage geliefert und gesagt, China muss einbezogen werden. Und ja. Sie haben mir im Vorgespräch erklärt, ja. Vorsicht, große Konkurrenz aus China. Ja. Wo stehen Sie da also jetzt? Wir hatten 2013 begonnen mit den Verhandlungen zum TTIP, auch dieses Akronym, diese Abkürzung kommt aus dem Jahr 2013. Ein Jahr vorher haben die Chinesen begonnen, ein großes regionales Abkommen zu verhandeln in Asien. 50% der Weltbevölkerung sind dort eingeschlossen. Das ist also nicht nur China, das ist Indien, Indonesien, lauter große, stark wachsende Länder. Zurzeit noch etwa ein Drittel der
Wertschöpfung, also des Wertes der Weltproduktion. Und wenn Sie sich die Prognosen anschauen, die es da gibt, das wird alles noch deutlich mehr werden. Und die Chinesen haben auch durchaus einen Willen und einen Wunsch, die Regeln der Weltwirtschaft mitzugestalten. Und wir werden uns sicherlich eines Tages mit den Chinesen an einen Tisch setzen müssen, bei der WTO hoffentlich, um die unterschiedlichen Vorstellungen, die da existieren, das chinesische Modell mit einem westlichen Modell irgendwie in Einklang zu bringen. Das wird kommen. Die Frage ist, wie stellen wir uns auf, dass wir dazu auch die möglichst große Verhandlungsmacht haben, um mit China dann in Zukunft einen guten Kompromiss schließen zu müssen. Und die Chinesen sind durchaus heute schon keine Rule-Taker mehr, also die Regeln der Weltwirtschaft einfach akzeptieren, sondern sie gestalten mit. Und wenn die Weltbank nach dem Ende des Washington-Konsensus sehr viel strenger ist bei der Berücksichtigung von Menschenrechtsfragen, Umweltfragen, bei der Finanzierung von Projekten, wenn die Chinesen sagen, das passt uns nicht, dann gründen sich die Chinesen ihre eigene Bank. Das haben wir gesehen Anfang dieses Jahres mit einer eigenen chinesischen Entwicklungsbank. Das heißt, wir haben hier schon eine Konkurrenz von Systemen. Das zu leugnen, glaube ich, ist unsinnig. Das ist so. Und wir müssen heute schauen, wie wir auch unsere sozialstaatlichen, unsere menschenrechtlichen Vorstellungen umsetzen können, langfristig in der Weltwirtschaft. Und ich glaube, das Abkommen wie TTIP uns dazu die Verhandlungsmacht verbessern. Frau Herrmann, Jetzt würde ich gerne, Frau Herrmann, Ihnen die Gelegenheit geben, auf Frau Putz zu antworten bzw. Ihre Meinung zu sagen. Frau Putz hat gesagt, dass durch diese großen Freihandelsabkommen die Armen nicht nur in Entwicklungsländern oder Ländern des Südens, sondern auch bei uns ärmer werden, die Kluft sich verschärfen würde. Wie ist Ihre Haltung? Da hat sie recht. Weil sie, das ist ja ganz klar, TTIP und CETA sind auch ideologische Projekte. Das wird deutlich, wenn beispielsweise, also Herr Gabriel schwankt ja ständig in seinen Meinungen, aber es gab ja mal eine Zeit, da war er sehr pro TTIP und in dieser Zeit hat er gesagt, das sollte weltweite Maßstäbe setzen. Und das ist genau der Punkt, es geht um weltweite Maßstäbe, weil man eben, das kam ja hier auch schon häufiger vor, mit der Doha-Runde nicht weiterkommt. Was ist das Problem bei der WTO oder warum genau sperren sich die Entwicklungsländer? Das liegt eigentlich immer an genau dem gleichen Thema. Für die Entwicklungsländer ist es nicht möglich, sich zu industrialisieren, wenn man keine Importzölle erheben darf. Nicht? Deutschland war ja auch mal ein Entwicklungsland im 19. Jahrhundert. Da hatten wir das Problem, holen wir England auf. Und natürlich haben die Deutschen, aber auch die Schweizer, die Belgier, die Franzosen alle den gleichen Trick angewandt. Sie haben erstens Importzölle beschlossen und zweitens haben sie Technologieklau betrieben. Es wurde einfach alles aus England geklaut. Also es wurde kurz gesagt, das Patentrecht nicht akzeptiert. Genauso hat es China im Kern gemacht. Es wurde hohe Zölle eingeführt. Westliche Investitionen konnten nicht einfach reinfließen. Es wurde alles staatlich kontrolliert. Das hat auch in China zum Erfolg geführt. Das heißt, das muss einem ganz klar sein, mit der reinen Marktwirtschaft, Freihandel, kommt man als Entwicklungsland nicht weit, sondern man muss in der Lage sein, sich abzuschotten. Und gleichzeitig muss es so sein, dass die Industrieländer bereit sind, ihre Märkte für die Exportwaren aus der dritten Welt zu öffnen. Das ist aber genau das, was nicht passiert, das wissen Sie, sondern es wird ständig gesagt, ja hier, wir handeln alle miteinander, wir sind alle gleichberechtigt, deswegen kommt es hier nicht zu asymmetrischen Zöllen, ganz im Gegenteil, die müssen insgesamt gesenkt werden und da fängt dann der Ärger an. Und das ist das Problem, dass sozusagen die Freihandelsabkommen für die Entwicklungsländer bedeuten, dass diese unglaubliche Bedeutung sozusagen ideologisch untermauert wird, keine Zölle und ein absolut striktes Patentrecht. So, jetzt würde ich noch mal gerne was zu China sagen. Also erstens, Sie haben schon gehört, China hat es aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Jetzt ist aber es nicht so, dass China jetzt irgendwie die andere Welt wäre, das Gegenüber, vor dem wir Angst haben müssen, dass seine eigenen Regeln setzen kann, so ist es nicht. Sondern 60% der Exporte Chinas werden innerhalb der Wertschöpfungsketten von internationalen westlichen Konzernen organisiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Chinesen nur chinesische Waren exportieren würden, sondern ganz im Gegenteil, die sind eben zu 60% in den internationalen, transnationalen Wertschöpfungsketten der internationalen Konzerne eingebunden. Das heißt, China ist längst Teil der WTO, die sind ja auch beigetreten. Es wird nicht mehr lange dauern, dann werden die Chinesen auch wahrscheinlich den TPP, also dem anderen Trans-Pacific Partnership, beitreten, ganz einfach, weil sie so weit sind. Das ist auch Ziel sozusagen der Verhandlungspartner mit China.
sicher, dass wir es zutrifft. Aber ja, wir werden es ja sehen. Ja. Noch in 5 Jahren sprechen wir uns wieder. Ja, ja, klar. Genau, weil China ist jetzt sozusagen, das merkt man auch daran, dass jetzt Nobelpreise an Chinesen vergeben werden. Die Chinesen sind jetzt so weit, dass sie auf dem technischen Stand sind, auf dem auch der Westen ist. In dem Moment, wenn man sozusagen an der technischen Front ist, gemeinsam mit dem Westen, ist es interessant, keine Zölle mehr zu haben. Also nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich finde Freihandel im Sinne, dass Industrieländer untereinander keine Zölle haben, richtig. Weil wenn man Zölle erheben würde, wäre das so, dass die Konsumenten eine Sondersteuer zahlen müssen, dass irgendwelche nicht wettbewerbsfähigen Fabrikanten sich da sozusagen einen Monopolgewinn einfahren. Das ist also nicht alles falsch, was jetzt die Leute sagen, die für Freihandel sind. Aber es geht eben nur um Zölle zwischen Industrieländern, dann ist es richtig, sie abzuschaffen. Aber genau deswegen sind die Zölle jetzt schon abgeschafft. Also nur, damit Sie mal einen Eindruck kriegen, die durchschnittlichen Zölle der EU sind im Augenblick 5,2%, wenn es sich um die USA handelt. Und bei den USA sind es 3,5% Zölle. Das heißt, die Zölle sind schon unten. Deswegen kann TTIP auch gar keine Arbeitsplätze mehr schaffen, weil die Zölle schon so niedrig sind. So, und das heißt, das ist halt ein... Bei TTIP gibt es auf der einen Seite dann diese nicht-tarifären Handelshemmnisse, da haben wir schon viel drüber geredet, auf der anderen Seite sozusagen das ideologische Projekt, keine Zölle weltweit durchzusetzen. So, das war Doha. So, jetzt noch würde ich noch gerne als Letztes sagen, wenn man sich jetzt mal fragt, also das Thema Handelshemmnisse so richtig ernst nehmen würde, nicht? Wie das ja hier auf dem Podium immer war, ganz wichtig, Handelshemmnis, dann muss man einfach sagen, dass das wichtigste Handelshemmnis auf dieser Welt ist der Freihandel für Geld. Das heißt aber übersetzt kurz Devisenspekulation, weil man mit der Devisenspekulation kann man eben innerhalb kürzester Zeit die Kurse an den Börsen oder auch nicht Börsen, vieles wird jetzt zwischen, also over the counter gehandelt, kann man die Kurse sehr stark verändern. Innerhalb kürzester Zeit können zum Beispiel der Dollar und der Euro, haben wir jetzt öfters gesehen, bis zu 30%, 40% gegeneinander schwanken. Das heißt, wenn Sie eine europäische Firma sind, die nach, in die USA exportieren wollen, dann können Sie feststellen, plötzlich, oh, der Euro wird teurer, ne? Das ist längere Zeit passiert. Plötzlich sind sie 40% teurer auf dem Weltmarkt, obwohl ihr eigenes Produkt ist eigentlich immer noch das gleiche wie vorher. Umgekehrt gilt das für die USA auch. Also wenn man, kurz und gut, wenn man die Handelshemmnisse wirklich angehen wollte, müsste man eigentlich die Devisenspekulation angehen. Wäre auch gar nicht so schwierig, wird aber nie thematisiert, wie Sie wissen. So, und das ist dann wieder der Moment, wo man eben misstrauisch wird. Wenn das eigentliche Handelshemmnis niemals Thema ist, was soll dann dieser Freihandelsvertrag? So, jetzt haben wir noch... Ich sehe 2 Wortmeldungen, Sie und Sie, ist das richtig? Okay, dann niemand mehr, dann würden wir danach nämlich... Doch? Sind noch welche? Da hinten noch 3, okay. Ich mache das in der Schlussrunde. Genau, das macht sie in der Schlussrunde, okay? Merken wir uns. Jetzt haben wir noch, wir haben jetzt 3 Wortmeldungen und wir müssen einer Viertelstunde langsam uns hier aus... Ja, ich habe eine ganz kurze Frage. Okay, gut. Wenn Sie so lieb wären, sich vorzustellen, ja, bitte. Mein Name ist Joachim Fierge von dem Arbeitskreis Freihandelsfalle vom ATTAC. Habe ich richtig gehört, dass Sie gesagt haben, dass CETA und TTIP ein Vertrag ist, aus dem man nicht aussteigen kann, der nicht veränderbar ist? Habe ich das richtig verstanden? Okay. Ich kenne nämlich nur ein Gesetz, aus dem man nicht rauskommt, das ist das Gesetz, dass wir alle sterblich sind. Das ist das einzige Gesetz. Okay. Also ich will an mir wen, nur an wen, das an, müssen wir natürlich an 2 alle, hören. Nee, an alle ja, ist zu lang. Ich würde also vorschlagen, dass wir pro Befürworter und Gegner jeweils einen hören oder eine. Ja, ja. Die Dame hier vorne, Frau Herrmann. Frau Herrmann und Herrn... Herr Gottschlich hat dazu auch schon eine Meinung. Herr Felbermayr. Herr Felbermayr. Okay, alles klar. Danke Ihnen, danke. Herr Fierg. Dass man nicht aussteigen kann. Okay, die 2. Frage bitte. Die Dame. Mhm. Ja, ich bin Gunhild Bohm, auch vom Arbeitskreis Freihandelsfalle von ATTAC. Mhm. Und ich habe eine Frage an Frau Däubler-Melin vor allem, Frau Professor, als Juristin. Denn ich habe den Eindruck, dass diese Freihandelsabkommen, ob CETA oder TTIP, im Wesentlichen unsere Demokratie gefährden, soweit wir sie noch haben. Aber egal wie. Ja. Denn diese
dass ich, also das Investitionsschiedsgericht fand mir eine politische Erpresserkeule zu sein, dass also wenn ihr das und das macht, dann machen wir einen Prozess gegen euch und die Prozesskosten sind hoch, beziehungsweise die Verurteilungen gleich zu Milliardenbeträgen betreffen natürlich die Gesellschaft ganz ungeheuer. Ich erinnere nur daran, dass Ecuador im Januar zu 1,1 Milliarden verurteilt worden ist, dann können die 250 Schulen nicht mehr bauen, weil sich eine Ölfirma hat diesen Prozess angestrengt, die sozusagen Zulassung hatte, da Öl zu fördern und sich dann gegen Landesgesetze verstoßen hat, sodass sie dann also die Zulassung verloren haben und haben trotzdem bei diesem internationalen Schiedsgericht gewonnen und 1,1 Milliarden bekommen sie. Also ich sehe das als eine politische Erpresserkeule an und das heißt dann damit, dass sozusagen nicht mehr alle Gewalt vom Volke ausgeht, wie es in Artikel 20.2 heißt. Und diese regulatorische Kooperation sehe ich ebenfalls als Gefährdung von unseren Rechten an und, und als einen Bruch auch von Artikel 38, in der es heißt, die Abgeordneten sind nur an ihr Gewissen gebunden. Wenn nun aber in einem Gesetzesverfahren schon vorher ein internationales Gremium ohne demokratische Legitimation darüber berät, ob wir eine Umweltschutzverstärkung machen dürfen oder nicht, und dann sozusagen die Konzerne, die daran beteiligt sind, sagen, nein, kommt gar nicht in Frage, dann frage ich natürlich, was ist noch das Wahlrecht wert von uns Bürgern und was ist das? Dankeschön, Frau Bohm. Und drittens ist noch etwas anderes in hoher Gefahr in meinen Augen, und zwar das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen. Da haben die Verfassungsväter 49 gesagt, auch wenn es ein vereintes Europa geben wird, daran darf nicht angetastet werden, es darf nicht reduziert werden. Wenn jetzt aber die Kommunen Aufträge öffentlich ausschreiben müssen und ausländische Konzerne sich beteiligen dürfen, dann fällt natürlich weg, dass lokale Unternehmen bevorzugt werden aus ökologischen Gründen, die der ganzen Gemeinde wertvoll sind. Ja? Okay, danke, Frau Bohm. So. Jetzt die letzte Frage. Ich war sehr unzufrieden mit der Antwort auf meine Frage. Sie haben einfach gesagt, nein, aber es stimmt nicht. Fragen Sie bitte den Herrn Lutz Güllner, der verhandelt auf Brüsseler Ebene genau dieses. Wir sind jetzt wieder bei der Hebamme. Die Hebamme ist ausgenommen von der Nichtregulierung, von der Nichtliberalisierung. Okay. Fragen Sie bitte den Herrn Güllner und Sie können nicht einfach sagen nein. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Danke, Herr Reif. So, jetzt die erste Frage vom Herrn Viereck war, dass man aus Attac nicht aussteigen kann und da würde ich gern zuerst die Frage. Ja, genau. Der war gut. Vielleicht auch da nicht. Okay, aus TTIP und aus CETA kommt man nicht raus oder schlecht raus, Frau Herrmann. Ja, natürlich ist es offiziell so, dass man bestehende Handelsverträge dann auch wieder verändern kann. Aber das merken Sie ja schon, das war ja auch ein wesentlicher Punkt bei Herrn Gottschlich und seinen Argumenten. Das sind immer Mehrheitsentscheidungen der EU-Regierung, also des EU-Rates. So, jetzt angenommen, man stellt fest, das läuft jetzt mit Teilen des Vertrages nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, dann muss man eben immer erstens eine Mehrheit im EU-Rat organisieren, damit man überhaupt in die Veränderungsverhandlungen einsteigen kann. Und dann müssen Kanada und die USA ja zustimmen. So, und das, glaube ich, wird jetzt also unrealistisch. Also ich würde denken, am Ende ist es eben schwierig bis praktisch unmöglich, da wieder auszusteigen. Ich habe nicht behauptet, dass es generell sozusagen auf ewig abgeschlossen wird. Wie bitte? Ja, man kommt da nicht wieder raus, genau. Herr Felbermayr, gibt es eigentlich schon Beispiele, wo sowas wieder aufgekündigt wurde? Natürlich, die EU, die schon angesprochen wurde, ist ja so ein Beispiel. Wir haben am 23. Juni eine Abstimmung, wo man austreten will in England. Und aber Sie wollen doch jetzt nicht sagen, dass man ganz aus der EU raustreten muss, nur damit man CETA los wird, oder? So weit wollen Sie jetzt doch nicht gehen, oder? Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ich will nur ein Beispiel bringen für einen völkerrechtlichen Vertrag, aus dem man offensichtlich austreten kann. Und das ist übrigens auch schon vor dem Lissabon-Vertrag so gewesen.
gewesen. Grönland ist der EU auch sozusagen ausgetreten, als sie sich von Dänemark gelöst haben. Also da gibt es schon Beispiele. Aber jetzt, Herr Felbermayr, ganz im Ernst. Also Sie sagen jetzt hier auf offener Bühne, wenn wir CETA loswerden wollen, das können wir loswerden, aber wir müssen erstmal aus der EU austreten. Nein, Hermann, natürlich nicht. Weiß ich nicht, warum Sie mit dem Brexit kommen. Ist mir ein echtes Rätsel. Weil das ein Beispiel ist für einen völkerrechtlichen Vertrag, den nun die EU-Verträge einfach sind, wo offensichtlich man, wenn es dazu sozusagen ein Volksentscheid gibt in England, austreten kann. Also es gibt meines Erachtens nach natürlich Schwierigkeiten. Das wird auch, werden wir das Chaos sehen, wenn Brexit kommt. Das ist ja gar keine Frage. Aber jetzt die Frage, wie kommen wir aus CETA wieder raus? Man kann die Verträge natürlich kündigen, aber dafür braucht es eine EU-Entscheidung. Ja. Das, was wir vorhin gesagt haben, ich glaube, Sie hatten das gesagt mit den 20 Jahren, das betrifft den Investitionsschutz. Oder jemand hat was von 20 Jahren erzählt. Mhm. Also wenn ein Investor, der hier investiert, und wir haben ein Investitionsschutzabkommen, vertraut natürlich auch darauf, dass dieses Abkommen dann auch eine gewisse Zeit lang gilt. Und da gibt es dann eben diese Nachwirkung, dass eben 20 Jahre dieses noch weiter gilt für die bis dahin getätigten Investitionen. Alles, was neu kommt, natürlich nicht. Und dass hier neue Dinge vereinbart werden und die Welt entwickelt sich weiter. Was macht denn die EU gerade? Sie modernisiert das Freihandelsabkommen mit Mexiko, EU-Mexiko. Da diskutiert man gerade und führt jetzt dann die entsprechenden EU-Beschlüsse herbei, dass man dieses Freihandelsabkommen mit Mexiko modernisiert und an die neuen Herausforderungen anpasst. Okay. Wir haben die Frage an die Frau Däubler-Gmelin, eigentlich eine Doppelfrage mit der Gefährdung der Demokratie, und das Beispiel Ecuador wurde da genannt mit der Strafe, die Sie Mexiko, das Land haben. Mais, Zucker. Ja, die Dame hat Ecuador genannt. Also zu Ecuador will ich mich jetzt nicht äußern, weil ich da die Vertragsgrundlagen nicht kenne. Gell? Ja, ist ja in Ordnung. Deswegen, was der Kollege vorher genannt hatte, war das Maiszucker. Mhm. Das kenne ich nur ziemlich genau. Da ist die Rechtsgrundlage NAFTA. Mhm. Aber der Punkt ist ja nun, das ist ja insofern ganz interessant. Was wir unter Kündigung verstehen, wäre, dass man sich einseitig davon lossagen kann nach einer bestimmten Weise. Das geht nicht. Das ist bei CETA nicht vorgesehen. Es geht nur dann, wenn beide Seiten hier übereinstimmen. Das ist bei völkerrechtlichen Verträgen, wenn keine Bestimmung das anders festlegt, ist das so. Der zweite, ob das so sein muss, halte ich auch für falsch. Da könnte man zum Beispiel auch ein Kündigungsrecht nach einer bestimmten Zeit ohne Probleme einräumen, aber das ist ja nun nicht gewollt. Der zweite Punkt ist der, wir werden bei TTIP noch ganz andere Probleme haben. Also CETA ist, was die Arbeitsstandards angeht und die beidseitige Anerkennung, zum Beispiel der ILO-Kernarbeitsnormen, sehr viel besser als TTIP im Augenblick aussieht. Da haben wir also nur die Behauptung, dass selbstverständlich die europäische Seite auf die Kernarbeitsnormen auf alle Acht nicht verzichten würde. Das möchte ich einmal sehr. Das ist so, wie wenn ich mit dem Daumen an den Himmel gehe. Sie digito calum te tigeris. Da stürzt er ein. Der Punkt an der Geschichte ist aber, dass wir bei TTIP natürlich noch das andere Problem haben, dass die Amerikaner ein völlig anderes System des Abschlusses, und zwar des Abschlusses von Völkerrechtsabkommen haben. Es ist sehr interessant, dass zum Beispiel der amerikanische Kongress es gar nie dulden würde, dass sie nicht im Detail über die Verhandlungsschritte informiert werden, dass sie darüber diskutieren können und dass sie ihren Senf dazu abgeben, und zwar den Bevollmächtigten mitgeben. Davon kann das Europäische Parlament nur träumen. Und der zweite Punkt ist der, die Amerikaner schließen diese Art von Verträgen ausnahmslos, auch NAFTA, für die nationale Ebene ab. Dass das dann auch Geltung hat, zum Beispiel bei American in Michigan, gell? Dazu muss der Kongress dann nochmal ein vernünftiges, zusätzliches Kongressgesetz machen. Das möchte ich dann auch gern sehen. Das heißt, wenn TTIP kommen sollte, wird man gucken müssen, dass das nicht auf der europäischen Ebene für die EU, für die Nationalstaaten und sämtliche Ebenen drunter gilt und bei den Amerikanern nur für die nationale Ebene. Ganz bei Ihnen, das ist ein zentrales Anliegen der EU, dass das auch das für die Bundesstaaten gilt. Ich meine, wir haben ja auch lang genug darüber geredet, aber ich freue mich, dass wir in dieser Frage einig sind. Aber da steckt noch ganz viel Arbeit dahinter, gell? Und jetzt kommt der letzte Punkt, die Frage des Maiszuckers. Jetzt geht es zur Demokratie.
Ja, Maiszucker und Demokratie. Und da kann man die Frage der Demokratie ganz gut sehen. Mhm. In der Tat, NAFTA abgeschlossen. Es hat sich dann herausgestellt, dass Maiszucker beigefügt den Getränken, wo sie gar nicht so richtig, und auch Ketchup und ähnlichen Dingen, wo sie den Zuckergehalt gar nicht so offen sehen können, wird ja auch bei uns ein Problem, dass das dazu führt, dass die Mexikaner, die Regierung festgestellt hat, dass die gerade die mexikanischen Kinder immer dicker und immer kränker werden und auch das Problem haben, dass sie also hier natürlich die entsprechenden Zivilisationskrankheiten kriegen. Und dann haben sie beschlossen, sie nehmen da jetzt eine Sondersteuer drauf. Und das wurde als unfair und willkürlich angesehen. Und deswegen wurden die zur Rücknahme und auch zu Schadensersatz verurteilt, was ich persönlich für einen Skandal halte. Ich will da noch einmal sagen, was jetzt im Gemeinwohlinteresse liegt und was willkürlich ist und was nicht, zum Beispiel auch bei der Frage der Abgaswerte. Das wird dann letztendlich ein Aushandlungsprozess sein. Und dieser Aushandlungsprozess wird nicht durch die Zivilgesellschaft, und wenn sie sich auf den Kopf stellt und mit den Füßen wackelt, gell, auch nicht in Begehren in Bayern, die sie so schön haben, definiert und auch nicht in Parlamenten, sondern das wird dann festgelegt in diesen Vertragsgremien und auch in den Schiedsgerichtsbar, ob jetzt 2% runter, 3% runter, 4% runter, willkürlich sind, ja oder nein. Das wird dann davon abhängen, ob man sich science-based verhält, das heißt, ob man genügend Gutachter findet, die dieses bestätigen. Es nützt nichts, wenn Sie den Kopf schütteln. Es wäre mir sehr viel lieber, und das ist jetzt mein letzter Satz, wir hätten die Möglichkeit, diese Diskussion zum Beispiel in einem halben Jahr nochmal zu führen. Und Sie hätten dann die Möglichkeit, wenn Sie daran interessiert sind, diesen Riesenpacken wenigstens auf Deutsch zur Kenntnis zu nehmen. Einfach deshalb, weil es dann einfacher zu lesen wäre. Allerletzter Satz zu Ihnen, Herr Gottschlich. Das Nettesheim-Gutachten, das ist speziell mit der Begrenzung der Planungs- und Entscheidungskompetenzen von Ländern und Kommunen verhält, stellt fest, dass es eine Menge, und zwar gerade beim englischen Originaltext, Unterschiede zwischen Präambel und dann den Einzelformulierungen in den einzelnen Teilen und in den Annexen gibt, die ihrerseits wieder entweder das nicht tragen, was sie hier sagen, oder den Raum für unglaublich viele neue Streitigkeiten, die dann wieder nicht von gemeinsamen Gerichten ausgetragen werden, sondern im Zweifel durch andere, die diesen Text auslegen, die hervorrufen werden. Beides halte ich nicht für richtig. So, wir müssen in wenigen Minuten theoretisch diesen Raum verlassen. Ich glaube, ganz, wenn wir es nicht schaffen. Wir haben noch eine offene Frage, das ist die Hebamme, aber ich glaube, das können Sie ganz schnell aus Ihrer Sicht beantworten. Da will ich jetzt nicht aus der Hüfte schießen, das prüfe ich. Also derjenige, der die Frage gestellt hat, wenn er mir seine Kontaktdaten gibt, dann das können wir hinterher dann gerne machen. Ich würde Sie jetzt bitten, wir müssen jetzt in die Schlussrunde kommen, sonst kriegen wir wirklich richtig Ärger hier mit der Zeit. Ich würde gerne die ganze Reihe noch mal durch, um eine kurze Antwort. Frau Herrmann, wie geht es weiter mit CETA und mit TTIP? Was ist Ihre Einschätzung? Ja, also ich glaube, dass TTIP scheitern wird. Das merkt man ja jetzt, dass sogar schon Trump den Freihandel sozusagen zum Thema macht. Es war schon vor einem Jahr so, dass die US-Botschaft in Berlin nicht mehr damit gerechnet hat, dass TTIP jemals etwas wird. TTIP, nicht nur, dass das Klima hat sich geändert, sondern TTIP kommt auch in einzelnen Punkten überhaupt nicht von der Stelle. Das hat auch mit diesem Vorsorgeprinzip und dem Wissenschaftsprinzip zu tun. Die Chemieindustrie, die Pharmaindustrie sind, wenn man den Verhandlungsführern glauben darf, ja schon weitgehend rausgefallen aus den Verhandlungen. Das heißt, der entscheidende Punkt wird CETA sein. Jetzt ist es aber dummerweise so, dass die meisten Deutschen haben nur von TTIP gehört. Mhm. Also das heißt, das ist das politische Problem. Okay, danke schön. Herr Gottschlich, wie geht es weiter Ihrer Meinung nach? Bei CETA oder bei CETA? Bei beiden. Bei TTIP gibt es auch weiterhin noch den politischen Wille oder sagen wir mal den politischen Druck, bis Jahresende das ausverhandelt zu haben. Ohne diesen politischen Druck, dieses politische Ziel, würde das nicht so in der Zügigkeit weiter vorangetrieben werden. Aber wir müssen sehen, und das sagen alle, ob das nun die Kommission, die Amerikaner, der Bund ist, wir hier in Bayern, alle sagen, hier geht Qualität vor Geschwindigkeit. Und wenn es bis dahin nicht ausverhandelt ist,
dann werden wir eben weiter verhandeln mit dem neuen Präsidenten. Trump und Clinton haben sich im Vorwahlkampf beide ausgesprochen gegen den Freihandel. Aber alle Experten, die sich mit den Wahlen in den USA auskennen, sagen, man darf nicht immer all das glauben, was im Vorwahlkampf gesagt wird. Bill Clinton war auch gegen den Freihandel und hat NAFTA abgeschlossen. Schauen wir mal, es wird natürlich einen zeitlichen Verzug geben, weil sich die neue Regierung erstmal neu etablieren muss. Der Froman, der Handelsbeauftragte, der direkt unter dem Präsidenten sitzt, wird dann auch ein neuer sein. Also es wird einen zeitlichen Verzug geben, aber man wird dann weiter verhandeln müssen. Aber es wird nichts abgeschlossen werden, um eine Frist einzuhalten, wo die Kommission weiß, dass das weder vom Europäischen Parlament noch von den nationalen Mitgliedstaaten und auch nicht vom Rat irgendwo ratifiziert wird. Dann geht es halt weiter. Wie geht's weiter mit CETA? Wird jetzt im Juni wird die Kommission dem Rat das Abkommen dann übermitteln mit der Bitte, das zu ratifizieren. Und der Rat wird sich damit dann im Herbst beschäftigen. Die deutsche Version wird dann nochmal sprachjuristisch geprüft werden vom Rat, ob das dann auch in deutscher Sprache alles so ist, wie das sich der Sprachendienst so vorgestellt hat, ob das alles passt. Und dann wird eben das Europäische Parlament ratifizieren. Man geht davon aus, dass das dann bis Frühjahr 2017 soweit sein kann. Und dann geht das in die Mitgliedstaaten, in alle 28 Mitgliedstaaten. Und das kann dauern zwischen 2 und 4 Jahren, schätzt man immer so. Bei Südkorea hat es auch sehr lange gedauert. Mhm. Dankeschön. Herr Felbermayr, Ihre Einschätzung, wie es weitergeht mit den beiden großen Freihandelsabkommen? Also der Donald, wie die Amerikaner sagen, hat ja versprochen, dass er 45% Importzölle erheben will auf chinesische Importe. Der hat den Plan, aus Nordamerika eine Art Nordkorea zu machen. Toller Plan. Und, also da sehe ich also relativ geringe Chancen, mit so jemandem Freihandelsabkommen abzuschließen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob gerade bei Trump, bei dem sich alle Prognosen bisher sozusagen als falsch erwiesen haben, dass wir da vertrauen können, dass das jetzt nur Cheap Talk ist, also billiges Gerede, und dass er dann danach schon zur Vernunft kommt, das weiß ich nicht. Bei der Frau Clinton wäre das vermutlich so, wie wir es gewohnt sind, aber bei Trump sicher nicht. Also wir haben hier ein Riesenrisiko. Wir sehen auch, dass sich die USA stark versozialdemokratisiert. Das finde ich wiederum gut für uns hier in Europa. Und das, finden Sie das schlecht? Also, ja. Und, Jetzt lassen wir ihn aus. Es gibt ein zweites Phänomen in diesem Wahlkampf, das heißt Bernie Sanders, und der hat die Frau Clinton ja nach links getrieben, und ich bin mir auch nicht sicher, ob alles das, was jetzt sozusagen an Vokabeln gefallen ist und Zugeständnissen an die linken Demokraten, dass das wieder verschwindet, wenn wir eine Frau Clinton als Präsidentin hätten. Also ich denke, für uns Europäer wird es unter der Frau Clinton noch mal leichter, nach diesem Wahlkampf sozialdemokratische Position hier völkerrechtlich verankern zu können. Und ob es so kommt, ich sage, das ist sozusagen ein Ausdruck meiner einer Hoffnung, ob das so kommt, wer weiß das schon. Und CETA kommt? Naja, also ich bin Österreicher, wie Sie vielleicht gehört haben. Wir hatten vor kurzem einen Präsidentschaftswahlkampf, da hat uns der jetzige österreichische Bundespräsident gesagt, er würde diese Abkommen nicht unterzeichnen, der muss die unterschreiben. Es ist natürlich für aus demokratiepolitischen Gründen höchst fragwürdig, wenn wir in Österreich oder ob das jetzt Malta ist oder Griechenland, wenn da eine Ratifizierung verweigert wird, wenn der Rest Europas das will. Also das muss man auch mal diskutieren. Aber so wie es aussieht, 29 Parlamente allein in Europa, nicht? Das EU-Parlament, 28 nationale Parlamente, dass das am Ende dann scheitert, die Wahrscheinlichkeit ist leider sehr hoch. Ja, okay. Also, ich hab leider gesagt. Ne? Ja, das haben wir schon gehört. Frau Dolblack-Mille, wie ist Ihre Einschätzung in Also meine Einschätzung ist, dass wenn keine Veränderungsbereitschaft für weitere Verhandlungen besteht, CETA nicht viel übrig bleiben wird. Mhm. Und zwar einfach, es hängt natürlich im Wesentlichen davon ab, ob die Zivilgesellschaft in der Tat sehr deutlich sagt, dieses wollen wir so nicht. Man darf nicht vergessen, also der Zeitplan, den Herr Gottschlich genannt hat, ist auch der, den ich also gehört habe. Da nähern wir uns Landtags- und Bundestagswahlen. Und wenn Sie sich mal überlegt haben, dass bei den letzten Europawahlen
das war die Zivilgesellschaft, die tatsächlich durchgesetzt hat, dass nicht nur der Beschluss des Europäischen Rates endlich einmal veröffentlicht wurde, anderthalb Jahre nachdem er gefasst worden war, sondern dass das Europäische Parlament ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen hat, dann wissen Sie, was ich meine. Ich bin der Auffassung, dass die Freihandelsabkommen, so wie sie jetzt sind, gell, lieber Felbermayr, so sehr ich Sie schätze, das ist nicht sozialdemokratisch, das ist rein neoliberal. Und es wäre mir schon ganz recht, das würde sowohl in Österreich wie auch bei uns ein bisschen deutlicher so gesehen. Mhm. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, dass Sie so lange durchgehalten haben. Die beiden Herrschaften haben doch schon ihre Fragen gestellt. Okay, aber ich warte, dass jemand am Mikrofon steht. Das kann ich nicht erwarten. Ich kann da hinten. Okay, Sie haben Ihre Frage schon gestellt. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir den Herrn noch nehmen, ganz kurz beantworten. Es tut mir leid. Machen Sie es bitte ganz kurz. Ich konnte Sie im Dunkeln nicht sehen. Ja, ja. Tut mir leid, ihr seid alle müde und ich mache ganz kurz. Die Frage an die Befürworter. Mit diesem höchst korrupten Finanzwelt, das jeden Tag einen Skandal hervorruft, und diese höchst korrupte Finanzwelt die gesamte TTIP und CETA finanziert, das wissen wir. Sind Sie nicht der Meinung, dass mit diesem Abkommen noch mehr Chaos in diese Korruption und noch mehr Korruption hervorschaffen? Okay. Das war mein. Dankeschön. So, jetzt einer von Ihnen beiden. Korruption. Sie können, gut, wir lassen es als Kommentar stehen. Ich möchte jetzt gerne abgeben zu Herrn Mössner, einem der Veranstalter. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, es geht Ihnen so ähnlich wie mir. Ich hatte den Eindruck, es war ein hochinteressanter Abend und eine sehr lehrreiche Veranstaltung. Und dies haben wir natürlich in erster Linie den vier engagierten Vertretern von der Pro-Fraktion und von der Kontra-Fraktion zu verdanken. Ich darf mich deshalb nochmals im Namen der Veranstalter ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie a. gekommen sind, die teilweise weite Reise auf sich genommen haben, und b. sich so engagiert hier in Schlagabtausch hineinbegeben haben. Das hat uns allen und vor allem der Klarheit über CETA und TTIP sehr geholfen. Herzlichen Dank. Und nicht zuletzt darf ich mich auch bei Ihnen, Frau Prediger, bedanken. Sie hatten keinen leichten Job, aber Sie haben das perfekt gemanagt, dass der Schlagabtausch fair geblieben ist. Und das hat uns auch in der beschränkten Zeit doch wirklich durch alle Themen durchgeschleust. Bedanken möchte ich mich auch bei allen Diskutanten. Das hat nochmals die Themen vertieft. Und es ist ja nicht einfach, in so einer großen Runde solche detaillierten Fragen zu stellen. Also herzlichen Dank, dass Sie das gemacht haben. Und abschließend noch Ihnen allen herzlichen Dank fürs Kommen. Ziehen Sie Ihre Schlüsse aus dem heutigen Abend. Und ich möchte Sie noch darauf hinweisen, am 16.07., das ist ein Samstag, um 14 Uhr, wird es eine Kundgebung zum Thema CETA in München an der Münchner Freiheit geben. Wer Interesse hat, komme doch da bitte dazu. Ansonsten einen wunderschönen, wenn auch kurzen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Danke für Ihre Geduld.